ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom? Mhm. Und warum hast du eine Maske auf? Dann blas mir nur ein. Okay, dann kann's ja losgehen, Chris. Kann's losgehen. Jo, ich bin so aufgeregt. So. Also, wer moderiert nochmal an? Ihr macht das nochmal. 3, 2, 1. Willkommen, Leute, zurück. Hier sind eure Lieblings-Porn-Darsteller, die Meeple-Porn-Boys. Chrissy, Dani, Steffi und Sally. Und wir sind heute wieder für euch am Start. Ich war richtig aufgeregt, weil ich heute das erste Mal anmoderieren durfte. Es war, glaube ich, nicht so gut, aber... Ich würde gerne nochmal von vorne. Das war auf jeden Fall die Mega-Mädchen-Stimme. Nee, jetzt musst du mach durch. Du. Jetzt musst du es auch machen. Nee, wir sind durch. Chris, du bist am Arsch. Okay, durch. Das war mein Versuch. Habe ich es verkackt? Okay, wir lassen das jetzt so stehen. Es war richtig räudig, aber beim nächsten Mal lerne ich daraus. Okay. Hallo, Leute! Jo, was geht? Was war die letzte Woche bei euch los? Erzählt mal. Ach so, machst du jetzt die Anmoderation mit so einem heftigen Einstieg, oder was? Ich war, Digga, es war ungewohnt. Ich kann das nicht. Ich will's nicht mehr. Dieser Druck. Hier sitzen drei Leute mit dir hier im Livestream, die die eher mehr so auf Petting stehen und du kommst dann richtig hart direkt so um die Ecke am Anfang. Weißt Leid, ich mein? Ich kenne das. Ich habe das Vorspiel schon früher mal übersprungen. Vielleicht solltest du es nochmal machen, Stefan. Also ich würde es erstmal smooth überleiten. Ich würde sagen, es war ein Seemannsköpfer mit Anlauf auf jeden Fall. Aber auf dem Boden. Welche Folge sind wir nochmal, Chris, jetzt nochmal? 34? Ja, sehr schön, Chris. Das hast du wieder gut aufgepasst. 33? 35. Ja, 10 Jahre weniger als Daniel alt ist. Stefan, willst du nochmal die Anmoderation neu starten? Okay, alles gut. Okay. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück bei Meeple-Porn, die vier Meeple-Porn-Boys. Der Chris hat gerade eben seinen allerersten Anlauf gestartet, hier mal die erste Show in seinem Leben überhaupt mal anzumoderieren und hat es hardcore verkackt. Es hätte auch eigentlich sein können, dass es eigentlich ganz jemand anders gesprochen hätte. Du hattest so diesen femininen, weichen Unterton in deiner Stimme, den habe ich bisher noch bei keiner Gelegenheit vernehmen können. Ich war so aufgeregt, Stefan. Ja, und wir haben uns für heute eine richtig knallharte Brettspielfolge überlegt und dazu sprechen wir, bevor wir darüber, wie soll ich sagen, wir wollen heute erstmal die BGG heute zu Ende machen, damit wir endlich dieses leidige Kapitel hinter uns einmal bringen. Der Selçuk hatte eben schon Angst, der sagte, scheiße, die BGG-Seite geht nicht, wir sind im Arsch, wir müssen nur komplett... Können die Folge in die Tonne klopfen. Wir müssen komplett improvisieren. Daniel hat auf seiner Blockflöte schon was einstudiert, ich habe ja schon angefangen zu tanzen, damit wir euch noch ein bisschen unterhalten können. Ich habe die Hose schon ausgezogen. Der Stefan hat schon 5 oder 6 Kiffer-Stories rausgepackt. Ihr hättet den Stefan vorhin sehen müssen. Der hat sich noch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, so eine 5-Minuten-Terrine reingehauen. Ich habe noch nie einen Mensch so wie Stefan, der Stefan hat das Ding gegessen wie ein Tier, wirklich. Alter, ganz im Ernst. Als ob dieses Ding auf dem Tisch, auf der Tischkante steht und ein Hund kommt mit der Schnauze daran und will das Ding noch austrinken. So hast du das Ding gegessen. Das war ganz normal in der Tasse drin. Nächste Woche spiele ich mal deine Audiospur vor. Bevor ich die bearbeitet habe, von der letzten Folge. Das sind schon fast nicht menschliche Geräusche, die man... Was meinst du denn? Ja, während du dir deine vegetarischen Sachen da rein slurmst. Zeug da rein pfeifst. Hab ich gegessen? Also ja. Scheiße, tut mir leid. Habe ich gegessen? Welche Folge habe ich nicht gegessen? Ja, danke. Danke, Selçuk. Ja, fuck, tut mir leid, ey. Wie sieht's aus? Habt ihr denn was? Heute esse ich nichts. Komm mal, er ist noch nicht so weit. Aber ich hab mir eine Pizza bestellt, Leute. Das wird geil. So, wie sieht's aus? Boardgames, habt ihr was gespielt in letzter Zeit? Wir wollen heute eine kleine Brettspielfolge machen, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Vielleicht eine eigene Sache noch. Ich fange einfach mal an. Leute, bis zum 15.07. könnt ihr noch für den Goldenen Berti abstimmen. Link findet ihr noch unter dem Video. Postet auf jeden Fall noch eure 10 Lieblingsspiele da rein. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und ansonsten ist bei mir richtig viel los gewesen. Der Leonard ist bei mir zu Besuch gewesen. Wir haben ultra heftig gezockt. Wir haben gestern einen Tag spontan
reingelegt. Ich habe diese Woche Urlaub und habe dann so mit um 13 Uhr die Überlegung gefasst, ich hätte eigentlich voll Bock, Cerebria zu spielen. Dann habe ich eine kurze Cerebria-Runde rausgestampft. Um 15 Uhr waren dann alle hier und es konnte losgehen. OP Arena haben wir noch gezockt. Blood Bowl Team Manager haben wir gezockt. Innovation haben wir eine Runde gezockt, wo der Chris ja in der letzten Runde, in der letzten Folge schon sagte, dass es so ein geiles Ding ist und auch von mir, dass er auf jeden Fall eine Empfehlung bekommt, wobei ich halt eigentlich kein Land gesehen habe. Hat trotzdem wieder Bock gemacht. Und mein persönliches Highlight ist gewesen, wir haben Great Western Trail gespielt und wir haben Great Western Trail mit der Rails to the North Erweiterung gezockt. Und das hat so heftig Bock gemacht. Ich weiß, die Leute, die es damit schon gespielt haben, die sagen schon seit Monaten, Spiel ist endlich mit der Erweiterung. Ich habe es mir jetzt endlich leider erst gekauft und direkt die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und es damit gezockt. Hab den Karton sofort weggeschmissen, hab direkt alles reingepackt ins Grundspiel, weil ohne lohnt sich das ganze Ding nicht mehr zu spielen. Der Chris ist dabei gewesen, der Chris hat es auch gespielt und der Chris hat sich einfach gedacht, Erweiterung brauche ich nicht Brauche ich und nicht. hat eiskalt sein komplettes. Er hatte quasi ohne die Erweiterung das ganze Spiel durchgezockt, hat dieses Board komplett links liegen lassen, hat nicht ein einziges Häuschen drauf gemacht. Und ich müsste jetzt nochmal rauskramen, er hatte 51 Punkte am Ende des Spiels. Ey, du Wichser. Ich schreibe es ständig immer auf diesen Blog auf und ich müsste jetzt alle mal rausholen, zu gucken. Es könnte sein, dass es der niedrigste Spielstand ever aller meiner recordeden Great Western Trading. Also grundsätzlich solltet ihr, wenn die Erweiterung dabei ist, auch ein bisschen auf den Erweiterungsplan gehen und da siedeln. Und euren Bahnhof da ausbauen, eure Ja, war Bahnhöfe. mega geil. Ich habe die Ja, aber Erweiterung ja so, ja. auch, ne? Und ich bin auch der Meinung, also es ist nicht unbedingt ein Must-Have, aber Was? sobald man die hat, würde ich nicht mehr ohne spielen. Also das Ding ist, ich fand die auf jeden Fall richtig gut eingebaut. Also die stört auf jeden Fall auch null. Sie bringt auch nicht so viel mit rein, dass man sagen kann, boah, nee, das Game war vorher schon gut genug. Also wenn man da drankommt, sollte man sie sich auf jeden Fall holen. Aber das, komm, pass auf. Es ist in dem Sinne kein Must-Have, weil das Spiel ohne auch mega geil ist. Es ist nicht so ein Must-Have wie die Tuscany von Viticulture. Das meine ich Es tatsächlich. ist in dem Sinne nicht, aber für mich ist ganz klar, wenn man das Spiel hat und wenn man es geil findet, ist die Erweiterung ein Ja, Must-Have. ist so. Dann Weil sollte man. es, weil Ja. es, weil es das Spiel einfach in allen Belangen noch besser macht. Es wirkt Ja. nicht aufgesetzt, es wirkt nicht dran gebastelt, es wirkt so, als müsste es genau dahin gehören und Ich weiß, was du meinst. bietet einfach die Möglichkeiten mehr, die das Spiel einfach noch viel geiler macht. Und ich würde es nicht mehr ohne spielen wollen. Ich Ganz einfach. definiere halt diesen Begriff Must-Have eigentlich nur so, dass entweder A, eine Erweiterung irgendeinen Spielfehler ausmerzt, ne? Oder B, das Spiel ohne diese Erweiterung deutlich beschissener ist. Und Great Western Trail ist ohne auch schon komplett rund, aber wenn man das Ding mag, dann sollte man sich die kaufen. Also ein Must-Have. Ja, Ja, Must-Have ist aber Tuscany. es war auf jeden Fall richtig geil. Mega. Ich hab's ja auch zum ersten Mal gezockt und hat richtig Laune gemacht. Und ja, auf jeden Fall Grüße auch nochmal an Leo. Es war richtig geil, Ja. dich mal da kennenzulernen und mal was zusammen zu zocken. Und Daniel, an der Stelle muss ich doch mal dich zwingen, die Geschichte. deine Voicemail an Leo vorzuspielen. Also das musst du jetzt Um machen. das mal kurz, ja, genau, um das mal kurz aufzulösen, Damit Leo war du dann, mal, ja. genau, Leo war weg. Wir hockten dann hier in so einem Nachmittags-Chat einfach bei Skype und haben so ein bisschen über kommende Formate und so geplaudert. Und dann schickte er Daniel eine Voicemail: Ey, danke, war cool, euch kennenzulernen. Danke, dass wir miteinander zocken durften. Und da haben Selçuk und ich quasi eine Nachricht entworfen. Die haben wir komplett geschrieben im Vorfeld. Und Daniel musste ihm die als seine eigene Voicemail quasi dann zurückschicken. Am besten spielst du beide Nachrichten ab. Erst die seine und dann Ja, deine, Alter. ich finde die von Leo war schon persönlich. Also Nein, ich würde die nicht nee, abspielen. einfach nur. Ich Es fand war, ja, es ich fand war, die, ja, es ich fand war die halt. Reaktion, pass auf, warte, Daniel, die Reaktion von Daniel war ja wirklich, der hat die abgespielt, in dem Moment hat er die auch bekommen, der hat sie abgespielt und er war richtig gerührt so, der so, ey, Absolut. boah, krass, Mann, Alter, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, so richtig Hammer. Und wir direkt raufgegangen und haben gleich gesagt Wie die so, letzten Assis. dem antwortest du jetzt mal so eine richtig geile Voicemail, ne? Und dann haben wir die zusammengeschrieben und Daniel hat dem so ein Brett gegeben mit dieser Voicemail. Daniel, an dieser Stelle spiel sie einfach mal ab. Ja, okay. Ist so gut. Halt's direkt ans Mikro. Spaß gemacht. Ich sag's mal so. Klar kann ich leben, wie
wieder die Zeit nehmen für meine Zuschauer, gehört, sag ich mal, zu meinem persönlichen Fanservice. Auch terminlich manchmal zwar sehr eingeengt bin, habe ich sowas schon des Öfteren gemacht. Naja, nur solltest trotzdem wissen, dass das nicht zum Standardprogramm gehört. Ich habe halt als Podcaster nicht immer Zeit für sowas, aber trotzdem gern geschehen. Find's auf jeden Fall cool, dass du dich gemeldet hast, aber bitte tu mir einen Gefallen, bild dir nicht zu viel drauf ein. Okay? Hau rein, bis dann. Ey, das ist ja fast so wie die das ist ja fast wie die Antwort, wie Leo erzählt hat, dass er so von Selçuk abgefrühstückt wurde. Und hast du ihm das Gleiche vorher geschickt? Leo hatte mir vorher dann noch eine Nachricht geschrieben, dann so, dass er dann auch zuerst dachte, was ist mit Daniel los? Was ist das denn für einer? Ist er auf einmal vom komplett zum Arschloch mutiert, vollkommen abgehoben auf seine paar Podcast-Zuschauer. Mega geil. Ja, aber deswegen trotzdem auch nochmal ganz, ganz besondere Grüße gehen nochmal raus an Leo. Ja, Selçuk, nimm dir mal ein Beispiel ran. Stefan, Daniel und ich nehmen uns noch Zeit für unsere Fans. Du Stück Scheiße. Aber ich will kurz noch was sagen zu der Race to the North Erweiterung. Ich habe sie ja auch noch nicht und ich finde ja Great Western Trail auch so geil. Was mir an der Erweiterung doch irgendwie fehlt und hätte ich mir gewünscht an der Erweiterung, ist jetzt keine Spielmechanik oder sowas, sondern es wäre cool, wenn dann auch ein fünfter Spieler mit reingepackt werden würde, weil es würde funktionieren, einen fünften Spieler in das Spiel mit reinzupacken. Ja, mit dem Bauen, ja vom Bauen her, Alter, dann wird es dann nachher zu voll und dann kommt es ja gar nicht mehr durch, dann bist du ja nur noch über jedes Ding da am Gehen und so. Aber irgendwo wäre es schon cool, weil eigentlich so eine Erweiterung, gerade von so einem coolen Spiel, wenn du dann einfach als Zusatz den fünften Spieler hättest, wäre schon irgendwo geil, weiß nicht. Also hätte ich mir jetzt so noch so als kleinen, wie sagt man so schön, Schmankerl gewünscht. So. Ja. Wollt ihr weiter drüber reden oder soll ich mal kurz einen Grätscher machen für ein Spiel, was ich an dem Tag auf den Tisch gebracht habe? Dann grätsch du mal rein. Ich habe Smartphone Inc. Ich habe Smartphone Inc., den neuen Kickstarter quasi auf den Tisch gebracht. Ich bin am letzten Tag aus der Kampagne raus, weil ich dachte mir irgendwie, okay, braucht man nicht. Aber jetzt, wo das Ding ausgeliefert wurde, habe ich es mir halt trotzdem besorgt. Weil ich einfach Bock hatte, es sah irgendwie cool aus, jeder hat eine Smartphone-Firma und entwickelt seine Handys und er ist so ein Economy-Game. Aber irgendwie, wir haben das Ding gezündet, es hat perverses Material, es hat super geiles Board und so, aber ich muss ehrlich sagen, es hat irgendwie 0% gezündet. Also es ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel, aber wir waren uns alle stimmig, ey, war okay, aber braucht man nicht. Ich habe es sofort auf eBay Kleinanzeigen gehauen und war es 10 Minuten später direkt wieder verkauft. Also ja, Smartphone Inc. habe ich viel drauf gesetzt, aber es verschwindet meiner Meinung nach in der ganzen Konkurrenz. Erinnert mich gerade so von der Meinung her jetzt an dieses Spiel, was ihr da auch letztens hattet, wo das auch Drafting und so weiter war. Ich glaube, ich weiß, ob Setquest mit dabei war. Das war das mit diesem World, wie hieß es gleich nochmal? Das alte Stonemaier-Game oder wie hieß das noch? Nee, das war auf Euphoria. Der letzten Messe. Nee, das Euphoria. War auf der letzten Messe. Das war jetzt mit diesen zwei Welten da. Das war dieses gespaltene Spiel. Ach so, ja, du meinst, ich komme jetzt gerade auch nicht auf den Namen. Ich hab's ja noch hier, ich fand's ja gar nicht so schlecht. Ja, komme ich bestimmt noch drauf. Aber noch kurz zu Smartphone Inc. Ja, wie gesagt, sehe ich ähnlich. Also ich fand, ja klar, das Material fett, alles Double-Layer-Spielbrett, aber auf der anderen Seite sah es auch irgendwie echt langweilig aus. Also, weil es war ein weißes Spielbrett mit einem Haufen Icons drauf. Und ich habe halt auch am Anfang gedacht, es ist thematischer irgendwie. Ich fand es extremst unthematisch. Es hätte auch irgendwas anderes sein können, was man da produziert oder verkauft. Klar, es war ein bisschen aufs Wesentliche reduziert von den Mechaniken. Also schnell, man ist ja relativ schnell drin, spielt sich relativ schnell runter. Aber ja, wie du schon sagst, kein schlechtes Spiel, aber mir hat es auch, also würde ich mir niemals kaufen. Braucht man auf jeden Fall nicht. Habe ich für einen Fünfer Gewinn verkauft. It's a Wonderful World, habe ich damit gemeint. It's a Wonderful World. Oh Gott, also, Alter. War ja auch so, war ja auch sehr average von den Meinungen. Also. Wie oft hast du das denn nochmal gespielt, Chris, eigentlich? Wonderful World. Nachdem wir das auf der Freusburg gespielt haben, Alter. Schon ein Jahr her, dass er das gespielt hat. Ja. Kein Mal? Super gutes Spiel. Kein Mal, ja. Siehst du, super gutes Spiel. Und aber ist ja wenigstens auch französisch. Deswegen das einzige französische Spiel im Regal. Es muss halt eben bleiben. Ich sehe gerade bei dir im Hintergrund Ozeane. Heute ist tatsächlich auch mein Ozeane-Paket angekommen. Kleine Geschichte dazu vielleicht.
Der Henrik, einer meiner Patreons, hat mir gesagt, ey, ich habe keinen Bock auf Ozeane, ich habe mir das bestellt, irgendwie im Late Pledge, weiß ich nicht. Willst du es haben? Ich sage, easy go lucky, habe es ihm abgekauft. Alle haben ihre Ozeane bekommen, ich nicht. Ihn tausendmal gefragt, keiner antwortete. Carsten hatte wieder mit nichts was zu tun, natürlich, weil es irgendwie im Late Pledge gemacht worden ist. Aber jetzt habe ich gestern von Schwerkraft Verlag die Versandbenachrichtigung bekommen und hatte jetzt heute nur noch keine Lust rauszugehen. In der Garage steht die ganze Zeit schon das Ozeane. Digga, mach das Game auf einmal mit Handschuhen rauf. Der hat dir bestimmt ein Geschenk da reingelegt. Der hat nur gesehen, wo wir das Ding hingeschickt und hat dann nochmal. Vielleicht täusche ich mich, aber auch, es ist gar kein Ozeane drin, sondern ein Klong. Ja, Ja, und dann haben wir ja noch Arkham Horror gezockt, ne? Beziehungsweise ansonsten. ihr. Ich bin ja etwas später dazugekommen und noch eingestiegen. Deswegen kann ich gar nicht so viel jetzt zu der Runde sagen, Ja, ich aber. kann ja mal anfangen. Es war meine erste Runde. Habe noch nie Arkham Horror die zweite gezockt oder generell die Arkham Horror außer das LCG. Und ja, es war, sagen wir es mal so, es war eine coole Runde, weil es mit Stefan war. Und ich mag ja generell, mit Stefan kann man solche Sachen super geil spielen, weil er es immer schafft, das immersiv so ein bisschen spannend zu machen und die Namen so geil vorliest und bam und hier und da, wow. Aber ich würde es niemals selber auf den Tisch bringen und meinen, ich habe noch ein eingeschweißtes hier, ich gebe das auch ab, weil ja, es ist einfach nicht meins und im Endeffekt dauert es mir noch einfach zu lange. Ich würde wahrscheinlich nochmal mitspielen, aber irgendwie, keine Ahnung. Also ich bin halt einfach ehrlich, mich hat es einfach nicht gehuckt. Also es hat mir, ich war, es war nicht scheiße, es war eine coole Runde wegen den Leuten, die da waren. Aber ich würde es nicht nochmal spielen wollen, freiwillig Alles eigentlich. gut. Wussten ja eigentlich schon, dass das ja nicht deine Art von Spiel ist. So, ne? War ja ein Experiment nur für dich so. Ja. Ja, alles gut. Ja, aber ja, es gibt bestimmt Leute, denen das gefällt. Ich würde trotzdem gerne einmal die dritte mal ausprobieren, einfach mal um einen Vergleich zu haben. Und ich würde auch gerne mal Eldritch ausprobieren, um mal einen Vergleich zu haben. Aber ich glaube, wenn du jetzt nochmal fragen willst, ey Leute, ich mache hier Arkham-Tag, kommt da vorbei, dann würde ich halt sagen, okay, sag mir, wann ihr anfangt, dann komme ich danach. Weil einfach, weil ich euch auch das Spielerlebnis mit meiner Langeweile es nicht versauen wollen würde. Aber es ist halt, es war wirklich nicht mein Erlebnis. Aber ja, war, was cool war, war einfach, dass Daniel nachgekommen ist und wir Daniel quasi einfach damit reingenommen haben. Dann konnte Daniel noch mit einsteigen. Aber wir haben das Ding verloren, weil wir dieses Theaterstück oder was es war, oder was, wie hieß das, Stefan? Diese Ausstellung, Diese Ausstellung nicht diese beachtet haben. Ach so, ja, nee, wir sind, wir haben mit dem König in Gelb gespielt und dann ist der dritte Akt nachher aufgeführt worden und dann war das Spiel dann zu Ende. Obwohl es für uns auch eher mittelmäßig ausgesehen hat. Ja, hätte es noch eine ganze Weile auf jeden Fall gedauert, das Spiel wäre es dadurch nicht beendet worden. Was mich halt stört, ist, ich hatte das Gefühl, dass man ab der Hälfte quasi schon absehen kann, ich glaube, das wird nichts mehr. Und dann zockst du trotzdem noch 2,5 Stunden weiter, wo du eigentlich schon weißt, das ist eigentlich, das Ding ist schon auf verlorenem Posten, ne? Aber man will ja auch nicht, wenn man eine Herausforderung hat, man will ja auch nicht zu früh aufhören, weil man denkt sich so, ja komm, ey, man hat es schon bei ein paar Spielen immer erlebt, dass man immer noch durch irgendeinen Würfelwurf dann einfach mal doch das Unschaffbare schafft oder durch irgendeine Kartenkonstellation und was weiß ich, dann irgendwie sich doch noch zusammenrafft. Aber ja, es ist halt scheiße, wenn du ein Spiel kooperativ spielst oder meinetwegen auch kompetitiv. Und dann ist für einen schon der Zug abgefahren und er muss dann trotzdem noch 2, 3 Stunden quasi mitzocken. Das ist auch unter anderem ne, Roy und Thorsten, die versuchen mir auch immer, das Eclipse madig zu reden, ne, Daniel? Weil sie sagen, Eclipse halt einfach das Problem, je nachdem, was man halt für einen Startaufbau hat und für Startplaneten und je nachdem, wie man Ja, dann ich weiß. abgeschlagen ist, kommst du nicht mehr hinterher Das ist und das Hauptargument, was als Kritik bei dem Spiel kommt. Aber keine Ahnung, was soll ich, wenn einen das stört, ist ja auch okay. Und wenn einem sowas mal passiert ist und man dann keinen Bock mehr auf das Game hat, okay. Aber ich habe Eclipse seit Release, ich habe es seitdem keine Ahnung, wie oft gezockt. War selber auch schon mal in der Situation. Mir gefällt es trotzdem immer noch. Ich spiele es immer noch gerne und von daher kann ich da nichts zu sagen. Ich würde mir das auch nicht madig machen lassen von irgendwem, wenn man da Bock drauf hat. Dann ist das ja okay, aber ich kann den Kritikpunkt durchaus verstehen. ja. ich denke, solche Sachen mit luckbasierten, also mit so luckbasierten Mechaniken, ist immer von der Spieldauer abhängig. Wenn es eine Spieldauer ist, die, keine Ahnung, 3, 4 Stunden geht und man ist am Anfang oder irgendwo zwischendrin also mit Luck irgendwo konfrontiert und der eine verkackt richtig und der andere hat eben das Glück, dann kann es schon sehr blöd sein. Also dann kann das Spiel auch schon so ein bisschen frustrieren. Aber Ja, natürlich.
ich denke mir auch, solche Spiele wie, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel halt Orléans siehst, Orléans ist ja auch irgendwo lackbasiert das, was du aus deinem Beutel ziehst. Es kann sein, dass du so perfekt ziehst, dass du jede Runde genau das machen kannst, was du geplant hast. Das Gleiche ist ja auch hier bei Quacksalber von Quedlinburg, ist ja auch aus dem Beutel ziehen und gucken, was passiert. Da kann es super laufen oder es kann eben richtig beschissen laufen. Und ja, je nachdem würde das Spiel für dich vielleicht in der Wertung absinken oder eben besser sein. Aber das Spiel dauert nicht 4 Stunden. Ich wollte gerade sagen, das Argument ist ja immer, dass für so ein episches Spiel, was Eclipse ja durchaus ist, dass diese Lack-Komponente da zu groß ist. Aber keine Ahnung. Es hat ja diesen Discovery-Aspekt, oder wie sagt man hier, dass du eben Sachen entdecken kannst, dass du Teils aufmachst und so weiter. Und ich finde, das gehört ja aber auch wirklich essentiell zu diesem Spiel dazu. Klar, wenn du ein Teil aufmachst, ich habe das Spiel jetzt selber noch nicht gespielt, aber ich habe auch schon gehört, du machst manche Teils auf, da sind irgendwelche Technologien drin, die könnten dich sowas von abgehen lassen und der andere macht einfach auf und findet gar nichts und es kann sein, dass du dadurch das Spiel komplett rusht und kaputt machst und der andere guckt nur noch zu. Das kann natürlich im Extremfall passieren, aber wie gesagt, also ein Teil alleine wird es da nicht ausmachen. Ich sag mal, wenn du 2 oder sogar 3 schlechtere hast als ein anderer, dann sieht das natürlich schon anders aus, aber ein einziges Teil wird da nicht den Unterschied machen. Und du hast zwar laut Regeln die Möglichkeit, ein Ding, was du aufgedeckt hast, abzulegen und nicht bei dir anzubauen, aber dadurch verlierst du quasi einen Zug. Kann man das nicht versuchen, ein bisschen hauszuregeln, indem man einfach gewisse Teils weglässt, die zu mächtig sind? Wir haben es eine Zeit lang mal so gehausregelt, dass man immer 2 Teils ziehen konnte und sich eins davon ausgesucht hat. Oder halt, wenn einem beide nicht gefallen haben, dann beide abgelegt hat. Ne? Aber um das halt ein bisschen aufzubrechen. Aber natürlich ist das so, du kannst so ein Ding ziehen, da ist gar nichts drauf. Oder sagen wir mal ein Planet und der nächste zieht was, da sind dann halt 3 Dinger drauf oder so. Ne? Klar kann das passieren, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ja, aber trotzdem, ich glaube, ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ne? Daniel, wie gesagt, wir machen das wirklich so ein Dinger-Wochenende, packe ich meins ein. Und dann suchen wir uns mal ein paar coole raus und dann gibt es mal richtig wer das hier hört und auch beim Digger-Wochenende vertreten ist und Bock hat auf eine Runde Eclipse, dann sagt schon mal Bescheid. Volle Besetzung, Daniel erklärt die Regeln. Volle Besetzung. Ansonsten würde ich mal kurz noch was sagen, was ich noch so gezockt habe. Ich habe endlich es geschafft, meinen Tangarden auf den Tisch zu bringen. Und es hat mir sehr gut gefallen. Es ist auf jeden Fall ein Keeper. Es ist halt einfach ein relativ einfaches Tile-Placement-Game, aber auch ein Set-Collection-Game. Und irgendwie hat es mal die richtige Aufteilung zwischen Komplexität und Spieledauer. Es ist nicht zu leicht, aber es ist auch nicht zu schwer. Und das ist mal so ein schönes Nach-Arbeit-Zock, weißt du? Sieht super aus, hat super Materialien. Die Miniaturen sind zwar echt schäbig, aber ich habe da echt Bock drauf. Also das wird auf jeden Fall bleiben. Hat jetzt halt nicht das spannendste Thema, aber ist mal was Cooles anderes. Dann habe ich mal wieder eine Runde Xayah oder Xia gespielt. Ich glaube, es heißt Xayah. Und ja, es ist einfach immer noch ein mega, mega, mega geiles Ding. Wir haben irgendwie 3,5-4 Stunden gezockt. Es ist einfach so geil, man deckt die Tiles auf und dann wird man von diesen NPCs verfolgt und liefert sich einen Kampf und Thorsten hat da richtig alles draufgegeben, hat da so ein NPC-Schiff weggeballert, es hat noch genau einen Lebenspunkt über gehabt und ich komme von der Seite und snack mir das so mit so einem kleinen Pillemann-Blaster. Das Xayah erzählt jedes Mal so geile Geschichten, auch wenn ich richtig krass abgestunken habe, hat es mir wieder mega Bock gemacht. Danach habe ich dann mit Roy und Thorsten, weil sie es noch nie gespielt haben, mal wieder eins meiner Top 10 Games gezockt und wir haben Space Corp gespielt und es war wie immer mega, mega, mega geil. Space Corp ist mein Lieblings-GMT-Game momentan und bin froh, Roy hat ein bisschen geforscht und bin froh, dass da am Ende des Jahres auch eine Erweiterung zu rauskommen soll, die nochmal ein paar coole Sachen mit reinbringt. Liebe ich auf jeden Fall. Dann habe ich mein Project Elite. Ich habe mir das neue Project Elite endlich mal gesnackt. Es ist wirklich 1:1 dasselbe wie das alte von den Regeln her, aber allein die Miniaturen sind um Lichtjahre geiler. Ey,
bei dem alten Project Elite sahen die Miniaturen ja wirklich so aus, als ob du irgendwie Karamellfiguren, ach Karamell sag ich schon, ne, von dem Witz, den ich euch letztens erzählt habe, Karamell, genau. Von dem so Karamellfiguren zu lange in der Sonne gestanden haben. Die waren wirklich, die sahen so schäbig aus. Ja, glaub, aber die haben ja damals sogar nochmal danach geliefert, weil die erste Auslieferung ja wirklich total der Rotz war. Alter, aber ich hab die Bilder schon gesehen und ich muss wirklich sagen, das sieht tausendmal geiler aus. Und dann ist richtig geil, der Timer, der dabei ist, ist schon geil, aber du kannst auch mit App starten und die App hat dann so richtig geile, spannende Hintergrundmusik und es zockt sich richtig fett. Also das in der 4-5-Mann-Gruppe, das nehme ich auf jeden Fall safe mit zum Digger-Wochenende, weil da wird ordentlich abends geschrien, wenn wir da zocken. Ja, bin ich dabei. Ich hab ja schon gesagt, ich will es unbedingt nochmal testen. Dann habe ich Meso ist bei mir neu eingezogen mit ein paar Erweiterungen. Da habe ich irgendwie Bock drauf, das mal auszuprobieren. Das sieht richtig cool aus. Stefan. Was ist das? Meso ist da, hier kann ich zeigen. Das ist von Colossal Games. Das ist so ein. Ach, das. Ja. So ein Area Control Game mit fetten Miniaturen. Irgendwie so mit Maya. Also sieht halt richtig dick aus. Ob es das kann ich nicht sagen. Ich habe es getauscht. Ich habe ein paar Erweiterungen. Das zeige ich auf jeden Fall mal mit euch. Dann können wir uns gemeinsam eine Meinung drüber bilden. Dann habe ich deinen Rat gefolgt, Stefan. Ich habe mir Keeper zugelegt. Das war im selben Tausch. Der Typ hatte auch Keeper abzugeben. Ja, gute Idee. Gut gemacht. Dann habe ich noch eine Empfehlung. Und zwar habe ich mir für die Switch jetzt runtergeladen. Ich schlange da schon länger drum. Es gibt ja wahrscheinlich viele von unseren Hörern, die auf The Witcher stehen. Ne? Sowohl als auf die Serie, als auch auf die Games. Und ich habe mir jetzt Witcher Thronebreaker runtergeladen. Kurzer Vorgriff. In dem Witcher ist ein Rollenspiel für die Leute, die es nicht kennen. Und in dem Spiel Witcher könnt ihr ein Kartenspiel spielen. Das heißt Gwent oder Gwint. Gwent gibt es auch quasi nochmal als Standalone-Game. Da kann man quasi einfach wirklich online gegen andere einfach dieses Spiel Gwent spielen. So. Und das läuft wie folgendes: Ihr habt quasi drei Reihen vor euch und euer Gegner hat drei Reihen vor sich. So. Und ihr zieht immer Karten, habt eine gewisse Anzahl irgendwie. Ihr habt Karten, die sind Nahkämpfer. Ihr habt dann irgendwelche Leute wie Bogenschützen, die müssen in die Mitte gespielt werden. Und solche Sachen wie Katapulte oder so, die müssen in die letzte Reihe gespielt werden. So. Und man spielt immer Karten. Gewisse Karten haben dann Abilities, die dann gegnerische Einheiten zerstören oder Einheiten in derselben Reihe von sich selber verdoppeln und was weiß ich nicht. Fakt ist, man muss passen und wer am Ende die höhere Gesamtzahl an Einheitsstärke hat, der gewinnt halt. Und derjenige, der als erste drei Runden gewonnen hat, der hat halt das Match für sich entschieden. Und Thronebreaker nimmt halt dieses Gwent und packt das in eine komplett eigene Story. Und wir spielen da so eine Königin in den Nilfgaardischen Kriegen, die irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, die genaue Hintergrundgeschichte kann ich halt nicht so gut wiedergeben. Fakt ist, ihr lauft da rum in so einer Welt, könnt Sachen einsammeln und es kommen immer zwischendurch irgendwelche Encounter. Dann müsst ihr euch entscheiden, eine gewisse Entscheidung zu treffen, wie, was weiß ich, ihr geht auf so ein Dorf zu und da sind so ein paar Menschen, sind da gerade ein paar Elfen und Zwerge am Töten, weil die halt so, die haben so Rassenhass gegen Zwerge und Elfen. Und ihr könnt dann quasi entscheiden, ob ihr einschreitet, ob ihr nicht einschreitet. Und wenn ihr einschreitet, könnt ihr euch dann nochmal entscheiden, ob ihr die Leute hängt oder ob ihr die Leute gehen lasst. Und das alles entscheidet dann hinterher, sind eure Truppen gut auf euch gestimmt, sind eure Truppen negativ gestimmt, das wirkt sich wiederum aufs nächste Match aus, dann könnt ihr halt quasi immer zwischendurch ein Zelt aufschlagen, ihr könnt euer Camp verbessern, ihr könnt dann euer Deck verbessern, Einheiten verbessern, das ist ein richtig geiles Ding, ein richtig geiles Kartenspiel, kann ich jedem empfehlen. Thronebreaker, A Witcher Tale. Und hab dann im gleichen Zug auch noch eine Frage an unsere Community, vielleicht könnt ihr auch was dazu sagen. Auf der Switch gibt es jetzt das Spiel Dresden Files. Das ist wohl so ein kooperatives Kartenspiel. Ich habe es mir jetzt nicht runtergeladen, obwohl das sehr interessant aussieht, weil, keine Ahnung, ich habe halt null Bezug. Dresden Files ist wohl auch eine Buchreihe. Und dieses Spiel ist halt ein Kartenspiel, was es halt auch physisch schon länger gibt. Das war mal Kickstarter. Und ich würde es mir gerne holen. Jetzt ist die Frage an unsere Community, können sie hinterher unter das YouTube-Video schreiben. Habt ihr es gezockt in der analogen Form oder nicht? Könnt ihr es empfehlen? Sieht auf jeden Fall geil aus, würde ich gerne mal auschecken. Und als letzten Tipp kann ich nur jedem sagen, Leute, egal was ihr erzählt, ihr müsst euch alle Dark angucken. Dark ist die beste Serie der Welt und die dritte Staffel ballert nochmal richtig einen raus. Also jeder, der am Anfang... Das hast du letzte Woche schon mal erzählt. Ich komme nicht klar auf mein Leben. Der Stefan Godot hat auch gesagt, von allen Sachen, die er jemals in seinem Leben geguckt hat, hat Dark
das zweitbeste Ende, was er jemals gesehen hat. Also das ist einfach nur ein Meisterwerk, diese Serie. Ja, da bin ich erstmal fertig. Ich erzähle gleich noch. Erstmal Lust. Ist nach drei Staffeln Schluss, oder was? Ich kann es dir nicht sagen. Also ich bin noch nicht ganz durch, ne, weil das Problem ist, ich gucke es mit Carina und Carina schläft nach 5 Minuten immer ein. Das heißt, wir gucken jeden Abend 5 Minuten. Und in 2 Monaten... Das ist der Hass, ne? Digga, das ist der Hass, ne? Also wenn du abends eine Serie gucken willst und dann kannst du nicht weitergucken und dann hängst du da und willst weiter schauen. Dann meckert die Menü ran, warum machst du aus? Ich, Carina, du bist eingeschlafen. Ja und? Ja und? Da muss man alles doppelt rewatchen nochmal wieder halt eben. Das kenne ich aber alles doch gar nicht. Bei ein paar Serien. Doch, hast du. Gestern bin ich nicht eingepennt. Du hast deine Augen waren wieder klein wie Schlitze. Auf jeden Fall, bei manchen Serien macht es mir Spaß. Zum Beispiel bei Modern Family. Da gucke ich dann jede Folge auch gerne mal dreimal. Modern Family ist geil. Aber bei Dark musst du einfach sagen, ey, wenn du da nicht zu 100% bei bist, dann bist du sofort raus. Ne? Deswegen. Ansonsten, ja, ich hatte noch ein, zwei Sachen auf dem Zettel stehen. Dann kann ich jetzt nochmal auch direkt weiter. Die Community hat super viele Fragen gestellt in der Gruppe zu Rallyman Dirt, ob man da reingehen soll. Ich kann euch sagen, Leute, ich gehe nicht rein. Und zwar, Rallyman Dirt ist ja auch eine Erweiterung gewesen für das alte Rallyman. Und da war sie wirklich sehr, sehr wichtig, weil sie das normale Rallyman nochmal viel besser gemacht hat. Jetzt, das neue Rallyman GT, ist aber ein super Standalone. Und Rallyman Dirt macht quasi genau das, was ich bei dem alten Rallyman Dirt nicht geil fand. Und zwar bei dem neuen GT fahren wir alle gemeinsam ein Rennen. Und Rallyman Dirt macht es wieder wie früher, es macht eine Rallye, quasi ihr fahrt Etappen von A nach B. So, und dann startet ihr alle versetzt. Es ist im Endeffekt nicht so richtig geil, gemeinsam racen und so. Es kommen zwar ein paar coole Mechaniken noch mit da rein, mit anderen Bodenarten und ihr könnt um Kurven driften und. Aber Leute, glaubt mir, Rallyman GT lohnt sich für euch zu kaufen, für den Preis von 50, 60 Euro. Aber beides zusammen für über 100, das ist es im Endeffekt für dieses Würfel-Rennspiel nicht wert. Also wenn ihr euch was snacken wollt, holt euch einfach nur GT. Damit fahrt ihr am besten. So, das war's erstmal. Mhm. Selçuk. Ja, also bei mir gab's letzte Woche Millennium Blades. Wir haben es zu dritt gezockt. Ich habe es auch schon bei Insta mal gepostet gehabt. Ist bei mir dann auch nach dem Spiel ausgezogen. Ich fand das Spiel an sich gut. Es war also auf keinen Fall schlecht oder sowas. Viel Material. Viel Varianz, du hast eigentlich, also du hast von allem extrem viel, aber ich wusste ganz genau, nachdem ich das Spiel fertig gespielt habe, war es für mich so, ja, es ist für mich kein Keeper, also es ist kein Spiel, das ich jetzt auf jeden Fall behalten muss oder sowas. Ich würde es jederzeit irgendwo mitspielen, einfach mal so, aber es ist auf jeden Fall kein Keeper für mich gewesen, weil es einfach, ich weiß es nicht, ich kann es euch gar nicht richtig erklären. Es ist von der ganzen Sache war es mir zu okay. Also es ist so, die ganze Echtzeitphase ist okay. Du sammelst dir eben deine Karten zusammen und mit den anderen Leuten hast du eben relativ wenig Interaktion, weil du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, deine Karten irgendwo zu balancen und dein Deck zu balancen, dass du gut in den Turniermodus gehen kannst. Nebenbei machst du deine Collection fertig. Fragst mal in die Runde rein, ey Leute, hat einer von euch dies und dieses Symbol abzugeben, würde das und das dafür bieten. Aber das war es dann auch schon, weil du in jeder Runde nochmal 6 neue Karten bekommst in dieser ganzen Echtzeitphase. Und diese 6 neuen Karten sind wieder so viel Stuff, mit denen du schon wieder rumhantieren musst, wo ich mir gedacht habe, so, ich finde diese Echtzeitphase ist derbe überladen, also es kam mir einfach derbe überladen vor, zusätzlich mit dem ganzen Markt und dem ganzen, also es waren einfach, ihr müsst euch vorstellen, der Tablespace ist extrem groß, du hast überall, hast du Karten rumfliegen und du siehst in diesen Karten nicht so krassen Mehrwert, also ob ich jetzt eine Promokarte hatte oder ob ich jetzt die fünfte, was weiß ich, was für eine Karte hatte, es war mir am Ende scheißegal, weil ich mir gedacht habe, ich muss einfach nur mein Turnierdeck so gut wie möglich machen, aber die meisten Promokarten oder die meisten Dinger konnten dann schlecht eingesetzt werden, weil du da drauf aufbauen musstest, aber also für mich war das einfach ein großer Salat von ganz, ganz vielen Karten und dann ging diese Turnierphase los, warte Chris, dann ging diese Turnierphase los und diese Turnierphase war einfach nur lame. Ich fand diese Turnierphase so lame, weil ich mir einfach vorgestellt habe, so, boah, jetzt gibt's voll auf die Fresse, jetzt wird's super. Aber am Ende hieß es einfach nur, ja, jetzt setze ich meine Fähigkeit ein und einer von euch muss jetzt eine Karte abwerfen.
So, jetzt setze ich meine Fähigkeit ein und einer von euch muss eine Karte zudecken oder verliert 20 Siegpunkte. Ja, und jetzt setze ich meine Fähigkeit ein und flip meine ganzen Karten. So, Turnierphase ist vorbei. Wie viele Punkte hast du? Ich habe so viel. Du hast gewonnen. Okay, du kriegst die und die Siegpunkte. Fertig. Nächste Echtzeitphase. Ey, wenn du so über jedes Spiel redest, hört sich jedes Spiel langweilig an. Nein, es ist einfach, so ist das Spiel aber bei mir angekommen, Chris. Ist einfach so. Du kannst, ich weiß ja, dass du es feierst. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich sag nur, so ist das Spiel bei mir angekommen. Wir waren mit dem Spiel fertig und wir haben einheitlich entschieden, noch einmal würden wir es nicht auf den Tisch packen. Es war ganz gut. Aber ich brauche es jetzt nicht mehr zu behalten, weil ich genau weiß... Wir haben auch einheitlich entschieden, dass wir dich austauschen werden, Selçuk. Bewerbungen können reinkommen an Christopher@meepleborn. Nein. Aber ey, wie kannst du das nicht geil finden, Alter, Digga? Ehrlich. Es ist mir einfach zu... weiß nicht, es war mir einfach zu... Also, okay. Ich muss in einer Sache muss ich Selçuk recht geben. Diese Echtzeitphase fand ich jetzt auch nicht so herausragend, zumindest in der ersten Partie, und relativ unübersichtlich, weil ich halt auch nur damit beschäftigt war, mein eigenes Zeug zu machen und die Karten zu sortieren, anstatt da wirklich noch zu interagieren. Und man hat ja durchaus die Möglichkeit, das zu tun. Aber ich habe halt gedacht, mit Folgepartien oder so wird das wahrscheinlich noch mal besser oder anders oder so. Aber ganz anders war es bei mir bei der Turnierphase, weil die fand ich dann wiederum geil. Weil das hat mir schon richtig Bock gemacht, da dann zu gucken, wie funktioniert denn das Deck, was ich mir da so zusammengebaut habe. Und du hast ja dann irgendwie anhand deiner Karten schon so einen Plan, was am Ende bei rauskommen muss, und hoffst die ganze Zeit, dass keiner irgendwas spielt, was dir diesen Plan dann wieder zunichte macht. Und also das muss ich sagen, hat schon extremst Laune gemacht, die Turnierphase. Aber bei der Echtzeitphase gebe ich dir recht. Also vor allen Dingen, Alter, wenn dein Gegner so ein richtig heftiges Deck hat und du weißt ganz genau, der wird das nochmal spielen gleich, und dann versuchst du ein Deck zu bauen, was den komplett aushebelt, und dann steht der nächste Runde komplett wie ein Idiot da, weil seine geile Karte direkt von dir am Anfang geflippt wird, und dann ist sein ganzes restliches Deck ist einfach für den Arsch, Alter, weil er nur noch 15 Punkte macht oder so. Du hast bei dem Spiel auf jeden Fall einiges an Varianz. Du hast ja die verschiedenste Regelmöglichkeiten auch. Du kannst zum Beispiel sagen, dass du nach dem Turnier musst du dein Deck abwerfen und müsstest dir theoretisch ein neues Deck bauen, weil du nicht mit dem gleichen Deck in das gleiche Turnier reinstarten kannst. Ist eigentlich meiner Meinung nach auch eine ganz coole Mechanik, weil somit ist jedes Turnier oder jede Runde wieder für sich neu. Ja, das Spiel hat auf jeden Fall extremst viel Wiederspielwert, und wenn einer jetzt dasteht und sagt, ich möchte ein Spiel haben, das ich wirklich immer wieder zocken will und immer wieder mit den gleichen Jungs mich gegenseitig, wir wollen uns verbessern, wir wollen uns richtig bashen und so weiter, super Spiel dafür auf jeden Fall. Ich fand es ja, wie gesagt, nicht schlecht, aber für mich, für meinen Teil, ich wusste ganz genau, nachdem ich das Spiel fertig gespielt habe, boah, Alter, ich werde dieses Spiel nicht nochmal auspacken, ist mir einfach... Ich fand es einfach nicht gut genug, dass ich es für mich nochmal auspacken würde. Aber ja, das war für mich jetzt die Story von Millennium Blades. Ich bin froh, dass ich es ausprobieren konnte, weil letztendlich wäre ich wahrscheinlich noch weiter drum rumgeschlichen und hätte es mir dann am Ende doch geholt. Wenn wir jetzt auf irgendein Digga-Wochenende wären oder sowas, ich würde es auf jeden Fall mitzocken, wenn ich jetzt irgendwie gerade in dem Moment Bock habe. Aber es ist kein Spiel, was ich haben muss. Also es war jetzt für mich jetzt auch kein Spiel, wo ich jetzt direkt losgezogen bin, um es mir zu holen. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir vielleicht irgendwann mal hole, keine Ahnung. Aber ich würde es auf jeden Fall jederzeit mitzocken. Und ja, wie gesagt, hat schon Bock gemacht. Ja, das war es aber schon von meiner Seite aus. Ja, ich wollte auf jeden Fall noch mal ganz kurz ich hatte noch zwei Kickstarter hier auf dem Zettel stehen, wo ich quasi gerne noch mal was drüber verlieren wollte. Ja, aber am ersten würde ich euch mal bitte dazu bitten, was ihr quasi über Perseverance, oder wie es ausgesprochen wird, denkt, das neue Spiel von Mindclash Games, weil ich muss sagen, dass am Anfang hat es quasi jeder gehypt, wo es angekündigt wurde, und jetzt spalten sich die Lager. So ein paar haben direkt gesagt, puh, okay, bin super enttäuscht, das huckt mich gar nicht, das Gameplay. Und ein paar Leute rasten komplett aus. Jetzt würde ich gerne mal eure Fachmeinung hören, weil ihr ja so berühmte Podcaster seid. Wie denkt ihr darüber? Fachmeinung, also ich gehöre zu der Fraktion, die ausrastet. Ich finde es mega geil. Also aber was huckt dich denn gerade so? Was bringt dich dazu, es zu backen? Oder erzähl den Leuten generell mal gerade kurz, was du über das Spiel weißt.
Ja, also es geht im Grunde, es besteht aus zwei Episoden, wobei diese zwei Episoden nicht zwangsläufig zusammengehören. Also es sind quasi zwei eigenständige Spiele, Episode 1 und Episode 2. Bei Episode 1 ist es so, dass es gibt ein Kreuzfahrtschiff, das Kent hat, und die Leute stranden auf einer einsamen Insel. Und die Insel ist voll mit Dinosauriern und die attackieren uns auch sofort. Und dann müssen wir uns gegen die Dinosaurier verteidigen, müssen Siedlungen errichten. Hat auch so eine politische Einflusskomponente. Wir müssen bei bestimmten Personen unseren Einfluss erhöhen und dann Barrieren bauen, die Dinosaurier abwehren und sowas. Und daraus besteht hauptsächlich Episode 1. Und Episode 2 schließt dann daran an. Also wir haben den Strand erobert, haben unsere Siedlungen errichtet, sind so ein bisschen sind safe und können dann weiter die Insel erkunden, können die Insel erforschen, tiefer reingehen und Abenteuer erleben. Ne, gibt es so verschiedene Möglichkeiten. In der Mitte ist auch so eine geheimnisvolle Pyramide, wo man dann auch mal ein besonderes Abenteuer erleben kann und erkunden dann quasi die Insel und so. Und ich finde die, also erstmal haben die Leute und der Verlag sowieso bei mir ein Stein im Brett. Also alles, was ich bisher von denen gezockt habe, ist super geil. Deswegen war das sowieso schon für mich klar, dass ich da reingehe und dass ich das haben will. Und daran hat auch alles, was ich bisher davon gesehen und gelesen habe, auch nichts geändert. Ich bin super gespannt drauf, wie die das umgesetzt haben, wie es sich spielt. Ich finde die Idee cool, ich finde das Thema cool. Klar, es wird auch sehr mechanisch sein, das ist ja bei denen auch immer so, ne? Die vermischen ja viele bekannte Mechanismen. Wir haben ein bisschen Dice Placement mit drin oder Dice Drafting auch und ja, keine Ahnung. Ich gehöre auf jeden Fall eher der Hype-Fraktion an und bin super gespannt. Ja, muss man mitnehmen, sonst regt man sich, glaube ich, hinterher drüber auf. Ne? Digga, 115 Euro für die Deluxe All-In in der Magnetic Chest bei den Episodes. Sorry, ganz im Ernst, 115 Euro ist absoluter No-Brainer. Das gleiche hätte, das ist wie damals hier mit Brass Birmingham und das andere hier, Lancashire, hast du auch für, keine Ahnung, 100 Euro beide bekommen. Jetzt zahlst du dich dumm, wenn du jedes Einzel nachkaufen musst mit Chips und so weiter und so fort. Ich glaube, für einen Fünfer hat eben, ich weiß nicht, wer es gesagt hatte, eben mir der David, glaube ich, gesagt, für 5 Euro mehr im Pledge Manager kannst du gedruckte deutsche Anleitung und alles mit dir noch wieder da reinnehmen, wie es bei Anachrony auch der Fall gewesen ist. Und Mindless Games, alle geil gewesen. Cerebria jetzt gestern erst noch gezockt, saugeil. Anachrony sowieso super saugeil und Tricerion auch. Da kann nichts passieren. Ja, ich glaube auch. Also ich bin auf jeden Fall auch drin. Das Problem ist, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Dead Reckoning. Die Kickstarter-Kampagne läuft parallel auch und es sieht einfach so übertrieben geil aus. Finde ich gar nicht, Alter. Ich finde es so langweilig. Ich auch nicht. Ey, ohne Scheiß, das Problem ist... Hab mich im ersten Moment gar nicht und ich sag euch, weißt du genau, wo ich euch kriege, wenn ihr beide mit mir eine Runde, ich habe ja Edge of Darkness All-In, Alter, und das ist so ein geniales Game und dieses Dead Reckoning nimmt ja die gleiche Mechanik mit den Sleeven und dann habt ihr noch ein 4x-Piraten-Game mit dieser Mechanik. Ich bin mir zu 150% sicher, dass das Ding ein richtig fettes Game wird. Alter, also das ist für mich wirklich richtig Must-Have. Also, wir zocken deswegen, das bei dir dann auf jeden Fall. Ja, machen wir. Wir zocken Edge of Darkness auf jeden Fall noch, bevor die Kampagne ausläuft, damit ihr noch mit reinspringen könnt, weil sonst beißt euch hinterher wieder richtig in den Sack. Aua. Okay, ansonsten habe ich, Alter, meine 20-Punkte-Liste abgearbeitet, glaube ich, Jungs. Hab das geschafft, habe ich wieder 30 Minuten Redezeit gehabt. Locker. Hey. Ganz kurze Frage nochmal zur Perseverance. Ist das jetzt ein reines kooperatives Spiel? Nein. Semi. Ist gar nicht kooperativ. Ja, aber die Dinos, die greifen doch das Dorf an. Man muss die auch gemeinsam weghalten. Nein, das ist nicht kooperativ. Du kannst deine Häuser... 100% konfrontativ. Genau, du kannst deine Häuser quasi auf diese verschiedenen Lanes raufbauen. Und wenn der Dinosaurier durchbricht, dann zerstört er da alles. Also hast natürlich dann auch vielleicht dein Interesse daran, dass der nicht durchkommt, auch wenn dein Kumpel da vielleicht Häuser hat, beziehungsweise dein Gegner, ne? Ja, okay. Ja, es sieht auf jeden Fall, gerade wenn man so im Hobby drin ist wie wir, dann ist es wirklich einfach ein No-Brainer, ne? Weil das ist so ein Ding, das muss man ausprobieren und dann kriegt man es sonst auch echt wieder easy weg. Aber das ist zu viele Punkte, die jetzt sagen, das ist ein 100%iges, geiles Ding. Wenn man das auslässt, dann ist man eigentlich, glaube ich,
ein bisschen komisch unterwegs. Der Trick-Horning ist übrigens vom gleichen Autor von Echoes, schreibt der Chat. Und Echoes fandet ihr ja alle nicht so mega geil, ne? Ja, aber es ist derselbe Typ, der... Ernsthaft jetzt? Da bin ich ja noch mehr Alter. Raus, als ich vorher schon raus war. Das ist das dritte Spiel von einem Typen. Der hat als erstes Mystic Veil gemacht und danach hat er Edge of Darkness rausgehauen. Ich weiß es nicht. Ich zock ja... Also Mystic Veil hat mir persönlich jetzt auch nicht so wirklich gut gefallen. Sah auch richtig scheppig aus, Mann. Deswegen, Edge of Darkness kann ich nichts zu sagen. Habe ich noch nicht gezockt. Würde ich natürlich mal gerne mitzocken. Und das Ding jetzt noch, keine Ahnung. Also ich kann auf jeden Fall nur sagen, von allen Games, die ich dieses Jahr gespielt habe, wenn ich jetzt wirklich eine Top 10 machen müsste, die von den Spielen, die ich dieses Jahr das erste Mal gespielt habe, dann ist auf jeden Fall Edge of Darkness auf Platz 1 meiner Best of 2020 Liste. Also wo ist denn Skytier hin? Also, ja, Skytier kam schon letztes Jahr. Skytier habe ich schon Oktober letztes Jahres, glaube ich, ausgeliefert. Oder November oder so, Dezember. Irgendwie ist das so. Auf jeden Fall. Ja, aber ja, nicht gezockt zum ersten Mal, Digga. Gezockt hast du zum ersten Mal dieses Jahr erst. Ey, laber doch nicht. Eigentlich auch. Skytier, klar, Digga, wir haben Skytier schon mal. Juli. Ja, also, wenn Skytier dieses Jahr war, dann ist Edge of Darkness auf Platz 2. Aber ich glaube, Skytier war schon November, Dezember. Doch, weil das sollte eigentlich zur Messe abholbereit sein und kam dann aber 2 Monate später ausgeliefert. Deswegen bin ich mir fast sicher, das war schon November, Dezember. Aber sollte ich mich irren, dann ist Edge of Darkness nur Platz 2. Tut mir leid. Aber ich habe so viele Spiele dieses Jahr schon neu gespielt. Bestimmt schon 30 Games oder so, oder 35, 40 Games, die ich dieses Jahr das erste Mal ausprobiert habe. Und davon ist das ein guter Schnitt, wenn Edge of Darkness auf Platz 2 ist. Na, deswegen ist Dead Reckoning no brainer. Es sah ja auch cool, richtig cool aus. Du hast das ja mit dem Thorsten gezockt, als ich bei dir mal war, um Too Many Bones zu spielen. Es sah auch richtig geil aus. Und dem Thorsten hat es ja auch richtig gut gefallen. Der hat das ja auch danach gelobt. Also von daher... Allein das bei Dead Reckoning, Leute, ihr geht mit euren Piratenschiffen da rum über diese Karte, könnt dann andere Schiffe angreifen. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr so ein 3D-Piratenschiff. Und ihr müsst da oben dann eine Handvoll Cubes reinfallen lassen. Und die knallen dann quasi auf so eine Schräge. Und je nachdem, wo die dann landen, hat man irgendwie Felder für, man kriegt einen Schuss oder man haut eine Kanonenkugel raus oder was weiß ich. Also das ist ja, so einen geilen Kampf auch noch dabei. Habe ich alles gesehen, aber, Bam, aber du hast es ja, bei dir kann man es dann ja mal testen und da bin ich mal gespannt. Und dann ist dein Geheule wieder groß und nein, wo kommt wie als die Eclipse reinkam, oh scheiße. Zu Recht nochmal kleiner Einwand, Chris, was ist mit Wasserkraft? Das hast du in der letzten Folge gesagt. Mörderding, Alter. Es wäre Platz 1, 2020. Dann war mindestens Top 3 in dieser Top 10. Ja gut, da sind wir ja schon mal gespannt, was abgeht. Ja, wollen wir mal weitermachen mit unserem Thema jetzt hier? Ja, sehr gerne. Würde gerne machen. Ja, Jackie, guter Punkt auf jeden Fall. Ja gut, Leute, dann sind wir jetzt bei der BGG Top 20, die letzten 20 Spiele. Wollen wir einfach direkt voll drauf los einsteigen? Ja, können wir machen. Haben wir schon nur 20 auf der Liste, echt? Ja, da sind wir jetzt schon bei Platz 20. Platz 21 war Viticulture beim letzten Mal. Ja, okay. Und jetzt machen wir weiter mit Platz 20 und da wäre Wingspan Flügelschlag. Okay, bevor wir kurz was dazu sagen, ich habe eine Frage an euch alle. Wisst ihr noch, welches Spiel auf Platz 1 war, als ihr quasi dick mit Board Game Geek angefangen habt? Gloomhaven. Ja. Gloomhaven, das war das erste, wo du reingeguckt hast? Nein, Quatsch, Alter. Ich gucke, ich dachte, was jetzt vielleicht auf der 1 ist, ich weiß nicht genau. Also ich weiß, wie ich mit dem Hobby angefangen habe, da war, glaube ich, gefühlt noch jahrelang, war es gefühlt dieses Gleichgewicht des Schreckens auf Platz 1. Stimmt, das war auch. Ewig auf Platz 1, ewig, Junge. Ich weiß noch, dass es Terra Mystica war. Und vorher habe ich noch irgendwann noch, ich glaube Puerto Rico, aber das ist schon sehr, sehr lange her, ne? Aber bei mir war es auch Gefühl, sehr lange her. Ja. Okay, ja, gut. Flügelschlag. Flügelschlag, Leute. Ich habe Flügelschlag bis heute noch nicht gezockt. Und ich vermisse es irgendwie auch nicht, dass ich es nicht gezockt habe, weil es so verzockt oder so viel gezockt wurde in der ganzen Community, dass ich irgendwie null das Bedürfnis hatte, dieses Spiel zu zocken. Ich weiß nicht warum, aber ich habe null das Bedürfnis gehabt. Ich habe zu viel darüber gelesen, ich habe zu viel darüber gesehen und irgendwie war für mich so, oh nee, ich kann es echt nicht, ich kann es jetzt schon nicht mehr sehen, obwohl ich es noch nicht mal gezockt habe. Selçuk, manchmal habe ich das Gefühl, du bist so wie so ein 13-jähriges Mädchen, was zu Hause gegen ihre Eltern rebelliert und du rebellierst gegen den Brettspiel-Mainstream, Alter. Ja, es ist echt so. Ich bin so... Ich fahre so auf der parallelen Nebenspur, aber
ich fahre eben irgendwie, keine Ahnung, ich bin irgendwie ganz anders gepolt. Nee, Selçuk, du bist so wie ich früher und ich war immer mit der Brechstange anders sein als alle anderen, um cool aufzufallen. Nein, absolut nicht, absolut nicht. Doch, doch. Nee. Immer so extravagante cool Hobbys, extravagante Musik, Hauptsache auffallen. Nein, du kannst nicht cool auffallen, wenn du gewisse Spiele kaufst und spielst oder... Digga, du bist cool aufgefallen, als du Glenmore 2 verkaufst, also um dir Glenmore 1 zu holen. Da bist du schon aufgefallen. Die ganze Community redet über dich. Ja gut, jetzt hauen wir mal hier über Flügelschlag was raus. Ja, ich hab's, ich mag es, ich hab's auch mit Erweiterungen, aber ehrlich gesagt, das ist auch so ein Ding, ich spiele es sehr gerne, aber es ist für mich so, also ich würde es, glaube ich, auch verkaufen und würde es danach nicht vermissen, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, ich hätte auch jetzt prophezeit für dich, dass das so ein Ding ist wie letztens hier bei Tapestry. Irgendwann kommt das Game, das Match, wo du ganz hinten liegst bei Flügelschlag und denkst dann, oh, das war so ein Kackplay und oh nee, jetzt habe ich es über, weg damit. Ja, könnte gut passieren. Also. Ja. Ja. ja, Flügelschlag. Zweimal gespielt, ganz nett. Ich habe es bisher nicht, ich brauche es auch nicht. Wie gesagt, ist nett, aber warum da so ein Hype drum gemacht wird, habe ich nicht ganz verstanden, außer dass Stonemaier Games halt. Ja, das Material ist natürlich auch fett und es sieht auch toll aus. Und wie gesagt, es ist auch ein gutes Spiel, aber keine Ahnung. Ist auf keinen Fall Top 20 Material. Never ever. Deswegen, Ja, ist halt. Der Hype war zu groß. Wenn du so ein etwas gehobenes Family-Game suchst und hast bisher wirklich nur so Standardzeug gezockt und dann begegnet dir das erste Mal Flügelschlag mit diesen schönen Eiern und alles, keine Ahnung, dann ist das natürlich eine super Sache. Das Spiel an sich ist auch nett, aber für mich persönlich mehr auch nicht. Ja, ist natürlich super schön, dass du halt quasi auf jeder Karte hast auch was zu einem Vogel stehen und so ein bisschen Info. Super viel Liebe zugegeben. Aber ja, es ist halt, ich glaube, wir sind einfach nicht das richtige Zielpublikum. Also, das mechanisch zündet es. Also, ich finde, mechanisch ist es schon für uns, sind wir schon irgendwie. Digga, es ist auch ein gutes Spiel. Was heißt, wir sind nicht das Zielpublikum? Es ist ja für Vielspieler. Und ich finde schon, dass wir. Also, für Familienspiel finde ich es nicht. Ja, das ist aber so ein Ding, das kannst du bei Galeria Kaufhof oder Karstadt im Regal stehen haben. Das kann die Oma mal mitnehmen und ihrem Enkel zu Weihnachten schenken. Ja. Also ich sehe auf jeden Fall Flügelschlag, die Osterhasenerweiterung, wo die Eier dann bemalt sind, sehe ich auf jeden Fall schon nächstes Ostern, sehe ich das schon also, in den Regalen. Ich meine, ich prophezeie jetzt mit meiner Aussage, dass wir da alle dieselbe Meinung haben. Aber das hattest du ja vorhin schon, das ist auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, es ist nicht mal Top 100 Material. Ihr könnt euch demnächst, Leute, kleine Shoutout geht raus, Sarah Malz auf deren Twitch-Kanal, könnt euch demnächst reinziehen, wie sie die Eier alle bemalt von ihrem Flügelschlag. Ja, machen wir weiter, komm, haben wir genug geflügelt. Nächstes Spiel, Platz 19, wäre Arkham Horror, das LCG. Ja, also auf jeden Fall zumindest eine verdiente Platzierung. Ja, finde ich auch. Stabiles Game, alles drum und dran. Ist natürlich auch so ein Game, wenn du das hast, brauchst du eigentlich gar kein anderes und holst dir dann die ganzen Erweiterungspacks und nicht so wie bei mir, ich hole mir alle Erweiterungspacks und habe das Grundspiel noch nicht mal durchgespielt. Und müsste jetzt aber nochmal wieder 200 Euro in die Hand nehmen, um mal wieder alles auf den Laufenden zu bringen, weil ich glaube ich nur die ersten vier Zyklen oder die ersten drei nachfolgenden Zyklen noch habe. Ne? Schwierig. Erstmal müssen wir überhaupt mal wieder anfangen, das zu zocken. Der Chris ist ja mittlerweile schon ein bisschen weiter. Der hat es ja wenigstens auch mal durchgezogen. Ich habe es zweimal angefangen, einmal in Zweierrunde, einmal in Viererrunde, bin aber übers Grundspiel auch noch nicht raus. Und ja, aber trotzdem, ich finde es richtig klasse, ein Kartenspiel, das eine immense Atmosphäre erzeugt. Und geile Story erzählt. Geile Story erzählt, absolut, mit coolen Entscheidungen und die auch dann hinterher 4-5 Szenarien später erstmal zum Greifen kommen manchmal und so. Spoiler. Na, ich bin ja selber noch nicht so weit, dass sowas ist, aber ich weiß halt, dass ihr Entscheidungen trefft, die manchmal kommen die in der gleichen Folge noch zum Treten oder vielleicht erst ein paar Folgen später, was weiß ich. Na, weil da sind ja auch, ihr trefft auf Charaktere und manchmal stirbt ein Charakter, dann kann der hinterher im Game gar nicht mehr wiederkommen. Und das Coole ist halt so, dass es immer so ist, wenn ihr die Szenarien spielt, ihr spielt dann quasi durch mehrere Agenda-Karten und dann, wenn ihr die nächste aufdeckt, steht da zum Beispiel immer, wenn Charakter XY noch lebt, lese den und den Text vor.
ist er tot, lese den und den Text vor. Und das heißt, das Spiel kann ganz andere Wege gehen. Ich glaube, vor allem ist das auch so ein Ding, das lohnt sich dann auch nochmal ein zweites Mal durchzuspielen, um dann einfach mal andere Wege zu gehen. Weil du kannst dich dann zum Beispiel entscheiden, dann bist du auf diesem riesigen Campus und entscheidest dich so, gehe ich jetzt dahin oder gehe ich jetzt dahin? Und du, wenn du das nächste Mal spielst, kannst du einfach mal anders hingehen. Und das ist halt geil. Du hast halt auch jedes Mal das Gefühl, allein auch am Ende vom ersten Szenario, glaube ich, direkt, ohne jetzt zu sagen, was es ist, aber du hast wirklich das Gefühl, du triffst eine elementare Entscheidung, die sich auf das zukünftige Spiel halt auswirken wird, und das finde ich einfach richtig geil. Ich war ein bisschen geschockt, ich hatte die Grundbox ja durchgezockt und Carina und ich waren uns dann einig, dass wir es halt weiterspielen wollen, und dann bin ich halt in Brave New World gegangen und habe mir dann den kompletten ersten Zyklus einmal geholt, ne, die große Erweiterung und die kleinen. Was kostet der zusammen? Ja, und das war es halt. Das war noch mit Rabatt oder so, war ich dann trotzdem über 112 Euro. 112, ne? Ja, boah, ich war schon echt am Hadern, ne? Aber dann dachte ich mir so, guck mal ganz im Ernst, wenn du so ein Ding zockst, quasi so ein Szenario, dann ist das für dich eigentlich ein Abendfüllen. Ne? Man bastelt vorher noch ein bisschen am Deck, bespricht ein bisschen, pass auf, ich pack die Karte rein, weil dann kann ich mich um solche Sachen kümmern, pack du mehr die Sachen rein, dann hat man schon so einen geilen Deckbau jede Runde, und dann zockt man das Ding und dann ist das Abendfüllen, dann zockt die da 3-4 Stunden dran und dann denke ich mir, okay, das quasi jedes dieser Packs kostet dann 12 Euro, ja, aber wenn du mit deiner Freundin ins Kino gehst, da zahlst du dann auch 12 Euro pro Karte, weißt du, ich meine, also ich finde dann im Endeffekt, natürlich ist es teuer für ein paar Karten 112 Euro zu bezahlen, aber ey, das ist halt, ich sehe es halt genauso wie mit diesen Exit-Games. Da meckern so die Otto-Normalverbraucher, ja, ich kaufe mir ein Brettspiel für 12 Euro, das spiele ich einmal und schmeiß das weg. Ja, aber Alter, weißt du so, wenn du dir, was weiß ich, irgendwo hingehst zum, keine Ahnung, Moonlight-Minigolf, da zahlst du auch 10 Euro, weißt du, da sitzt du genauso lang dran. Ja, ist es halt. Es geht ja bei solchen Exit-Spielen und so weiter auch darum, dass du das Material unbrauchbar machst. Das ist einfach... Ist einfach irgendwie bescheuert. Also ich finde auch, ein Excel-Spiel zu kaufen, also jetzt als Brettspieler ist es was anderes. Da bist du es jetzt langsam gewohnt, dieses ganze Legacy-Zeug und so weiter, dass du irgendwas kaputt machst und hin und her. Aber als Normalo, denke ich, würde ich mir auch denken, so ganz ehrlich, ich kann auch 20 Euro investieren in oder 30 Euro investieren in ein schönes Spiel, was ich danach in ein Regal stellen kann, und das habe ich dann einfach für immer. Warum soll ich dann 12 Euro ausgeben für oder 10 Euro ausgeben für ein Spiel, was ich danach wegschmeiße? Also vom Otto-Normalverbraucher-Sicht gesehen, ja, muss man schon sagen, haben sie recht. Ich möchte jetzt mal ganz kurz, ey, weißt du, ich bin ja jemand, wir sind ja hier bekannt für Real Talk und ich möchte mir auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich denke das jetzt, deswegen möchte ich es gerade aussprechen, weil es brennt gerade in mir. Also, hands down, Alter, das ist richtig cringe. Leute, gehört ihr dazu, dass ihr euch ein Exit-Spiel kauft und dann scannt ihr alles ein und druckt euch das aus, damit ihr es danach wieder verkaufen könnt. Leute, ganz im Ernst, why, Alter? Das ist wirklich, da habe ich noch nie gemacht. Ey, ich sehe es in der Brettspielflohmarkt, ja, hier, ich verkaufe das Exit-Spiel, alle Materialien unberührt, da haben wir uns das ausgedruckt und da, boah, nee, Alter, ey, ganz im Ernst, komm, bitte nicht, lass es sein. Ja, was ja auch so eine Art von Geldsparerei war, was auch extremst viel verbreitet war, war ja diese Time-Story-Fälle zu vermieten oder irgendwie zu verleihen und den Leuten dann irgendwie Geld irgendwie dafür. Also man konnte sich bei eBay Kleinanzeigen, das weiß ich noch ganz genau, wo ich meine Time Story Fälle gekauft habe, habe ich auch bei eBay Kleinanzeigen geschaut, ob ich da vielleicht irgendwie ein Schnäppchen schießen kann, weil letztendlich ist so bei Time Story das Coole, das Zeug ist ja nicht kaputt danach, das kannst du dir danach wieder irgendwie weiterverkaufen. Und es gab echt viele Leute, die haben ihre Fälle da reingestellt und haben die verliehen. Das heißt, die haben aber warte, halt dich fest, Chris. Für einen Time-Story-Fall hast du, glaube ich, 20 Euro pro Fall gezahlt oder sowas, ne? Ja. Und mit dieser Verleihaktion hast du, glaube ich, pro Fall bist du so um die 8 oder 9 Euro rumgekommen. Du hast es dann eben nicht besessen, aber letztendlich mit Versand und allem drum und dran hast du den Fall, glaube ich, für unter 10 Euro bekommen, konntest den spielen und konntest den wieder zurückschicken. Und somit haben die Leute sich erstens ihre Fälle sozusagen wieder reingespielt in Sachen Geld. Und des Weiteren hatten andere Leute die Möglichkeit, günstig die Fälle zu spielen. Ansage, hätte ich damals schon einen Podcast gehabt, hätte ich zu Spenden aufgerufen, hätte mir jedes dieser Dinger einmal ausgeliehen und hätte mir die nach dem Sport durch die Kimme gezogen, Alter. Und hätte die wieder zurückgeschickt, Alter. Ja, Chris, aber ich weiß, wir ticken jetzt nicht so. Ich will ja auch in dem Sinne das Zeug besitzen, was ich spiele. Aber so von der Nachhaltigkeit her muss man schon sagen, ist das
jetzt nicht die Aktion mit dem Vermieten oder mit dem Verleihen, sondern allgemein, wie Time Story es gelöst hat, um einiges besser als so ein Exit-Fall, weißt du? Ja, aber ich sehe das immer aus der Sicht eines Musikers, weißt du, so, ich produziere irgendwie Content, um da ein bisschen was noch dran zu verdienen und dann, weißt du, kann ich mir nichts davon kaufen, wenn sich 5 Leute mein Album gegenseitig einmal ausleihen. Ich habe nur was davon, wenn sich Leute das Album holen. Und das ist mit Brettspielen und so einem ganzen Scheiß genauso. Im Endeffekt sollten, weißt du... Aber Brudi, du weißt ja selber, dass du ein Album nehmen kannst und deinem besten Kumpel geben kannst und der kann es danach auch hören. Ach, du weißt doch aber, was ich meine. Das ist ja in dem Fall gewerblich. Dann verdient einer da dran, dieses Spiel auszuleihen, aber der Verlag guckt dabei in eine Röhre, weißt du, ich meine? Es geht doch aber jetzt nicht darum, dass der Typ daran verdient oder so. Es geht ja nicht um diese Verleihaktion. Es geht einfach nur darum, dass du ein Spiel hast, das danach nicht kaputt ist. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Darum aber geht's. Das war auch, ja, egal. Egal, lass uns mal weitermachen. Machen wir weiter. Das nächste wäre Brass Lancashire. Ich hab Lancashire nicht gezockt. Ich kenne nur die Birmingham-Version, weil ja... Birmingham ist das Neue, ne? Das Neue mit Bier, genau. Da hieß es ja von jedem, hey, du brauchst nicht beide, eins reicht. Und wenn du dir eins holst, dann würde ich dir Birmingham empfehlen. Deswegen habe ich Lancashire nie gezockt. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht schlechter ist, sondern dass es einfach wahrscheinlich genauso gut ist. Also hat einer von euch gezockt? Ja, ja. Also beide gezockt. Ich finde beide auch sehr gut. Also klar kann man darüber diskutieren, ob man jetzt beide haben muss. Gut, im Kickstarter waren sie halt beide drin. Ich möchte aber auch beide nicht missen. Also wenn ich jetzt, wenn jetzt einer sagen würde, du musst jetzt eins davon abgeben, wüsste ich jetzt auch nicht, du welches da... Ey Daniel, du musst davon jetzt eins abgeben. Welches gibst du ab? Nein, ich will keins abgeben. Wenn du musst! Wenn du musst. Dann würde ich, glaube ich, Lancashire abgeben. Das ist ja gut, weil ich würde nämlich, wenn ich habe ja gar keins von beiden und ein Lancashire hätte ich natürlich auch gern hier in meiner Sammlung. Das heißt, ich würde es dir abnehmen, Alter. Daniel. Da haben sie sich zusammengeführt, Alter. Das war Schicksal, Daniel. Yes. Daniel, gib ihm das. Macht aber genauso Rattenmenschenzug wie er immer macht und verkauft die Spiele für einen Normalpreis. Ich verkaufe nicht gerne an Freunde, weil dann muss ich mal billiger verkaufen. Ja, ist ja auch so, Digga. Vor allen Dingen, ja, hör mal, wenn ich das jemand anders verkaufe, dann werden die Sachen wenigstens auch noch gespielt und nicht einfach dann wieder nachher wieder geierig weitergetauscht. Weißt du, was ich meine? Ich gebe dir was für einen guten. Weiter, nee, dich meine ich ja gar nicht. Ich meine ja Chris, wenn ich dem gebe dem 40-Euro-Game, der vertauscht das für 70 irgendwie weiter, weißt du? Da denke ich mir, oh, da hättest du besser mal für 60 verkauft. Ja. Ist auch einfach ein Nullgönner, Alter. Und ich, ne, repeat, Alter, spulen wir mal zurück vor 25 Folgen, da habe ich mir noch ein schlechtes Gewissen einreden lassen, dass ich den Wichser ein paar Sachen verkauft habe für 50 Euro und habe ihn dann auch während der Folge die 50 Euro zurücküberwiesen, weißt du? Ja, und der verkauft mir ein Spiel nicht, weil er mir es für 10 Euro weniger als irgendeinem Fremden verkaufen muss. Und ich habe das jetzt alles komplett bemalt und habe das ja jetzt wegen dir eigentlich quasi all in. Und dann kann ich ja demnächst mal einen richtig schönen fully painted All-In-Preis bei eBay Kleinanzeigen mal machen. Alter, ich hoffe, ich schlag den Digger und dann machen wir Sparring, Alter. Und dann vor der laufenden Kamera hau ich K.O., Junge. Ja gut, das waren jetzt eure Worte zu Lancashire. Ja, genau. Sehr gut, Leute. Nee, aber Daniel, was ich dir sagen muss, ist, was meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn macht, ist, wenn einer zu dir kommt, der, sag ich mal, brettspielaffin ist und sagt zu dir, boah, ich habe voll Bock, Brass zu zocken. Und du ihn fragst, ja, welches wollen wir denn zocken? Und er sagt zu dir eiskalt, ja, komm, sag du. Dann stehst du doch schon wieder an diesem Schneideweg und du musst jetzt entscheiden, was du dem jetzt, Digga, auf den Tisch legst. Das ist ein Scheideweg, kein Schneideweg. Ja, sorry, Alter, Scheideweg. Das sind Türken in Ruhe. Ja, aber ich wollte mal hören, wie Selçuk Scheide sagt. Ja, auf jeden Fall, Daniel, was sagst du denn? Das ist echt schwierig. Ich glaube, ich würde tatsächlich trotzdem mit Lancashire anfangen. Ich habe es damals auch als erstes gezockt, obwohl ich ja wusste, okay, es gibt diese andere Version noch mit neuer Ressource und sowas. Und von daher kannst du ja nichts mit falsch machen. Na gut, Daniel, also, du musst jetzt erstmal entlassen. Also, es haben beide auch. Mach's erstmal ruhige Bank, Daniel. Entspann dich mal 10 Minuten, atme durch, hol dir was zu trinken, geh mal auf Toilette. Wir machen ohne dich weiter. Okay. Nein, Daniel regt sich gerade zu sehr auf. Das ist okay. Der schwitzt schon. Ja, gut, wir kommen wahrscheinlich sowieso noch mal auf Brass zu sprechen. Spoiler-Alarm auf jeden Fall. Weiter mit Concordia auf der Platz 17. Alter, Concordia, da siehst du, dass diese Liste nichts taugt.
Concordia auf Platz 17. Damals, du einfach, damals haben die Leute Ahnung sich hast, haben die Alter. Leute sich mit ihrem 56K-Modem haben die sich damals im Internet eingewählt und sind auf diese Boardgame-Geek-Seite gegangen, als sie online gegangen ist und haben dann da, boah geil, hier eine absolut neue Seite und oh geil, hier gibt es einen Eintrag, Boardgame, hier, hier Concordia, stimmt. Das hat mein Opa ja auch noch zu Hause im Schrank liegen. Das vote ich dir jetzt einmal komplett hoch. Ich habe das Ding letztes Jahr im Sommer gespielt. Junge, es gibt Spiele, die sind gut gealtert und es gibt Spiele, die sind so beschissen gealtert, vom Aussehen her und alles. Kannst du vergessen. Ich meine, alleine die Spielmechanik, du hast all deine Karten auf der Hand und suchst dir einfach immer eine aus davon, die du machst, legst die ab oder du musst halt eben alle wieder auf deine Hand nehmen. Also... Sorry. Das sieht kacke aus, aber hört sich jetzt gut an, wie du es erklärt hast eigentlich. Ja, es ist super. Du hast oben noch so ein Feld her, den musst du da stumpf übers Brett schieben und da rumlaufen lassen, ein paar Sachen erobern lassen und musst dir dann da wieder gucken, dass du da in deinen Dörfern da deine Produktion hast und so. Leute, das ist... Ey, du redest so nix. Abgefuckt und hast mir das Game gerade richtig schmackhaft gemacht. Dann holst dir doch mal. Also ich hab's noch nicht gespielt, aber eigentlich... Der Chat schreibt, Concordia ist von 2014. Ja, ja, also ich muss ja ehrlich sagen, der Digger zeigt mir jedes Mal, dass er weniger Ahnung hat, als er tut. Concordia ist ein absolut geiles Spiel. Wenn jemand sich von der Optik abschrecken lässt, ist das sein Problem. Da sind wir wieder an diesem Punkt angelangt. Wie sehr ist die Thematik da wichtig oder was auch immer oder wie sehr ist das Spielmaterial wichtig, wenn du in Concordia anstatt den Miepeln dann eben, keine Ahnung, Miniaturen hättest und anstatt diesen Ressourcen, die du da hast, irgendwie ein krasses Apokalypsen-Thema drauf hättest, dann würde der Digga jetzt komplett abgehen und sagen, boah, da legst du dann die Karten, babam, babam, und dann nimmst du alle Karten wieder auf. Kannst du doch gar nicht sagen, ich finde Antike, ach halt's Maul, du kannst doch gar nicht sagen, ich finde Antike ja auch geil. In anderen Spielen, halt nur in diesem Ding nicht. Da war also das Game halt an sich räudig. Oder dieses Spiel ist elegant as fuck, Alter. Die Mechanik ist so rund. Dieses Spiel hat auf jeden Fall nichts außer nee, weißt dem du, was Thema, was man dran... Ich spiele eine Karte. Was man dran... Nee, ich mache das jetzt einfach so, wie du das gerade eben mit unserem Dingens gemacht hast hier, mit dem, wie heißt das nochmal hier? Mit Millennium Blades, ganz genau. Ja. Aber habe ich gesagt, dass das Spiel schlecht ist? Ich fächer meine Kartenhand auf. Ich nehme mir eine Karte, spiele die Karte aus, nehme mir zwei Seide, nehme mir einen Stein. Unser Chat hat auch mal gesagt, Concordia Venus ist die neuere Variante. Ja, ich habe Concordia Venus. Concordia Venus bringt theoretisch nur eine Team-Variante mit rein. Das heißt, du kannst das Spiel als Team zocken, dann hast du nochmal separate Teamkarten, wo du ja sozusagen an den gleichen Pool reinspielst, aber die Aktion, die dein Teampartner macht, musst du auch machen. Das heißt, du musst dich theoretisch absprechen, aber kannst es nicht, weil man darf sich am Tisch eigentlich nicht absprechen. Und man muss sozusagen ein bisschen fühlen, was der Teampartner als nächstes machen würde. Und gleichzeitig muss man für sich selber entscheiden, ob diese Aktion für sich auch gut ist. Also ich habe die Teamvariante noch nicht gezockt. Ich habe bis jetzt nur die kompetitive Variante gezockt. Ich habe richtig Bock auf die Teamvariante und warte die ganze Zeit drauf, dass ich... endlich mal meinen scheiß Pile mal runtergespielt habe, weil ich bin einfach so ein Typ, ich möchte diesen Pile runterspielen, bevor ich mir die Spiele, die ich jetzt schon, ja, wo es schon ein bisschen länger her ist, nochmal auf den Tisch packe. Aber Concordia ist ein Spiel, wo ich absolut niemandem sagen kann, oder da kann einfach keiner sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ist einfach so. Es ist also kein schlechtes Spiel. Nur mal ganz kurz, weil ich tatsächlich ja auch wirklich schon viel drüber Gutes auch drüber gehört habe, es aber noch nie gespielt habe. Vielleicht einmal ganz kurz, worum geht's und was macht man? Also nicht die Kuhhandel-Kurzvariante, sondern die... Der Stefan hat es theoretisch schon so weit erklärt. Man hat eben verschiedene, wie soll man sagen, so diese handelspostenmäßige, wie bei Marco Polo. Das heißt, man zieht so über das Land und errichtet da seine Sachen. Dabei kann man diese Orte dann auch looten. Man lässt aber auch andere mitlooten. Und die ganze Spielmechanik läuft über Karten ab. Das heißt, du hast ein Kartenrondell in der Hand. Und du spielst Karten aus und wenn du merkst, dass du keine Karten mehr hast, mit denen du gut was anfangen kannst, dann kannst du eine Karte ausspielen, mit der du alle Karten wieder in die Hand bekommst. Mhm. Verbraucht dir in dem Sinne wieder einen Zug, damit du alle Karten wieder in die Hand bekommst, aber dein Kartenrondell ist wieder aufgefrischt und du kannst wieder von neu anfangen. Alles, und, wo man komplett aussetzen muss, ist immer, um all seine Sachen wiederzukommen, finde ich immer ein bisschen komisch.
Ja, stimmt. Deswegen würde ich sagen, Concordia ist echt ein schlechtes Spiel. Ja, raus damit. Nein, also Daniel, ich würde euch raten, ihr müsst das Spiel einfach einmal mitzocken. Ihr braucht dafür nicht die Venus-Variante oder sowas. Ihr solltet das Spiel einfach mal kompetitiv mal mitzocken und ihr werdet merken, ja, das ist so ein... Bringst du mal mit zum Digger-Wochenende? Ach nee, du bist gar nicht da, ne? Nee, ich bin nicht da. Aber das wird ja, bestimmt irgendeiner wird es bestimmt mitbringen. Auf jeden Fall ist ein tolles Spiel und Concordia kann ich auf jeden Fall empfehlen für Leute, die nicht so wie der Digger jetzt so extremst auf Thema basiert abgehen, sondern für Leute, die, sag ich mal, mehr auf Mechanik achten, die werden bei dem Spiel das finden. Ist einfach so, Alter. Du brauchst gar nicht so wie den Axel. Alter, ist einfach so. Ja, aber es ist wieder ein Zeug dir darunter, Mann. Da denke ich mir auch immer, wann denkst du dir das auf? Schreibst du das morgens in der Mittagspause schon auf oder was? Nein, absolut nicht. Oh Mann, ey. Nächstes Spiel, Leute, habe ich beim Digger das erste und das letzte Mal gezockt. Fand ich sogar ganz cool, aber ich bin nicht so der Zwei-Personen-Spieler-Typ. Seven Wonders Duel auf der Platz 16. Auf dem Platz 16. Ja, du darfst das. Ja, stimmt. Genauso wie du vorhin mit deinem Regal, Alter, hast du auch schon wieder so einen komischen Verhaspler gehabt, aber ja. Egal. Das war vor der Folge noch. Seven Wonders Duel, 1-1, gibt dir auf die Fresse. Ich habe das mit dem Digger gezockt und ich habe mal irgendwo gelesen, da gibt es so eine OP, eine OP-Taktik, wenn man extremst auf Konfrontation oder auf Krieg geht. Und die habe ich mir irgendwie im Kopf behalten, weil ich das irgendwo mal gelesen habe, dass es so ein bisschen so ein Manko im Spiel ist. Und habe mir gedacht, so, der Digger hat es auf den Tisch gebracht und ich habe gedacht, cool, das war, glaube ich, sogar unser erstes Jahr, wo wir uns da live getroffen hatten. Und hat er gesagt, ja, komm, lass mal zocken. Und ich habe das so, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe einfach nur mal gedacht, ich guck mal, weil der Digger kennt das Spiel ja schon und ich spiele es jetzt mal mit ihm auf diese Art und Weise. Und ich habe das Spiel haushoch gewonnen. Und der Digga hat mich nur so angeschaut und gesagt, Dreckspiel. Und ich habe nur gesagt, ja, Digga, ich habe nur gehört, dass diese Taktik eben sehr OP sein soll. Man soll nicht so viel auf Technologien und so weiter gehen, sondern geh einfach auf Krieg und du gewinnst das Spiel. Und ich denke mal, erfahrene Spieler können das bestimmt aushebeln, das Ganze. Aber das ist einfach, dein Gegner muss auch einfach nur auf Kampf gehen, dann ist es ausgehebelt. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil die Leiste geht doch immer hin und her, Alter. Weißt du, das ist, wenn beide auf Kampf gehen, dann bringt die Taktik nichts. Ich habe das Spiel aber noch nie gewonnen und ich weiß auch gar nicht, worüber wir uns da überhaupt unterhalten müssen. Das Game ist überhaupt keiner Top. Es ist ein gutes Ding, aber garantiert kein Top 20 Material. Never ever. Vorreiter für zwei Spielerspiele wahrscheinlich. Ja. Es ist ein cooles Ding. Also ich habe es auch immer mit dem Urlaub genommen. Für den Urlaub ist es perfekt, aber ich glaube, ich würde es zu Hause auch nicht auf den Tisch bringen. Aber es ist das perfekte Urlaubsspiel. Also doch, wir haben es auch hier. Ich habe auch die eine Erweiterung gibt es ja schon. Pantheon. Pantheon, die haben wir uns damals auch geholt. Ist hier auch schon häufig auf den Tisch gekommen. Mir gefällt es richtig gut und ja, von daher. Okay. Ich habe ja das andere Seven Wonders noch nicht gespielt, von daher habe ich keinen Vergleich jetzt, aber Duel gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ja, Leute, Platz 15, sehr unverdient, muss ich sagen. Ich hätte das Spiel ein bisschen höher angesiedelt, aber der Nachfolger hat es ein bisschen vom Platz heruntergedrängt. Deswegen Platz 15 hier, Terra Mystica. Haben wir, glaube ich, in unserem Podcast auch schon relativ oft besprochen. Die anderen, ich glaube, Chris mag das Spiel an sich. Ich habe noch nie gezockt. Ich bin liebe Gaia-Projekt. Nur Gaia-Projekt gezockt bis jetzt? Ja, ja. Krass, okay. Daniel? Doch, ich habe Terra Mystica, ich habe es auch hier, ich habe es mir auch damals direkt geholt, als es rausgekommen ist. Mir gefällt es auch richtig gut, habe es oft gezockt, habe es auch damals beim Digger angeschleppt und wurde dann des Hauses verwiesen, noch während des Spieles war es. Gaia-Projekt hat das schon ein wenig abgelöst, weil es vieles, also einiges besser oder anders macht. Wobei für mich das Thema, das Grundthema von Terra Mystica, finde ich eigentlich immer noch cooler. Also ja. Auch die Völker und so. Ja, Fantasy schlägt auf jeden Fall Space. Ebenfalls schlägt Fantasy Space, ja. Das ist quasi ein bisschen wie bei Tinder, bei den Durchschnittlichen, da wischt man ja auch nicht nach rechts, sondern eher nach links. Und das ist mit Terra Mystica das Gleiche. Das sieht super durchschnittlich aus, ist durchschnittlich langweilig und... Stefan, du bist aber auch höchstens nur durchschnittlich. Ich würde auch mal bei den Durchschnittlichen erwischen, damit du mal ein Match hast, Alter. Nee, aber ernsthaft, Terra Mystica ist doch nicht durchschnittlich. Ernsthaft jetzt. Ja, ich glaube auch, das ist top-notch, aber ich bin allein schon wegen Weltraum mehr von Gaia abgehoben, ne? Also abgeholt. Und dadurch, dass es noch ein paar Verbesserungen hat. Ich würde gerne mal beides zocken, also das andere halt auch, aber ich denke mal, ich voraussage, ich denke, ich wäre bei Team Gaia.
Das, also bei dir ist es ja wohl gar keine Diskussion wert, zu welchem Team du gehören würdest. Ja, allein du schon. Sky ja auch auf Platz 1. Ja, Top, ja deswegen also nee, brauchen wir nichts zu reden. Das ist ja schon klar. Also wir kommen ja auch noch Spoiler-Alarm zu dem anderen Spiel, deswegen gehen wir mal weiter. Können wir bei Gaia-Projekten noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, was die Mechaniken so sind, weil es sind eigentlich dieselben. Als nächstes Spiel ist ein Spiel, das für seine Optik immer sehr, sehr gebasht wird, was aber jeder von uns jetzt inzwischen relativ oft gezockt hat. Chris mag es, glaube ich, immer noch nicht. Burgen von Burgund, Platz 14, ist absoluter, ja, ist Jetzt spiel lieber mit meiner Oma Kniffel, Alter. Jetzt warte, bei Burgen von Burgund muss man ja auch wieder sagen, es sieht so durchschnittlich aus. Und das ganze Material, was da drin ist, die Plättchen und so weiter, das ist nichts Besonderes. Aber das komplette Spielpaket und dieser Spielspaß gleichzeitig mit diesem taktischen Denken, alles ist in diesem Spiel drin und es ist wirklich so rund. Und Grüße an Stefan Feld, melde dich mal beim Stefan, der weiß nicht, wie du aussiehst. Wird Zeit, dass ihr euch mal kennenlernt, auf jeden Fall. Aber Burgen von Burgund ist ein absolut super Spiel. Definitiv. Ja. So, jetzt ist, glaube ich, die Stelle gekommen, wo wir den Christian für 10 Minuten auf die stille Treppe schicken und der dann nichts mehr sagen darf, weil der uns dieses Spiel doch so mies runterredet. Ja. Ne? War doch so, ne? Immer Burgen von Burgund. Ja, du sagst doch immer, alle, die Burgen von Burgund spielen, die haben richtig kleinen. Und so, wir sind mal ganz im Ernst, Alter. Es ist ohne Scheiß, dass wir allein über dieses Spiel schon so lange geredet haben. Ist einfach so ein Witz, Alter. Das Spiel ist allerhöchstens Durchschnitt und gehört mit Sicherheit nicht in eine Top 100, Alter. Doch, warum? Alter, was? Natürlich. Seid ihr bescheuert? Los, Argumente. Ja, echt, Argumente. Digga, guck dir das Ding mal an, Alter. Nee, abgesehen davon. Sieht aus, als ob ich mir zusammen aus dem Müll zusammengeschustert habe, Junge. Aus Pizzakartons zusammengeschnitten, Alter. Ey, es gibt so geile Tile-Placement-Games und so geile Dice-Games und was weiß ich nicht, ey. Ja, die sehen alle schön aus, Leute, aber die sind alle nicht so geil wie Burgen von Burgund. Leute, ohne Scheiß, wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, ihr verarscht mich hier gerade und in Folge 50 löst diese Scheiße auf, Alter. Nein. Keiner kann das Game ernsthaft so feiern wie ihr. Ihr seid wirklich durch, Mann. Nein. Mann, da sind wir doch. Bitte mach weiter, Seth. Aber da sind wir doch optisch wieder, genauso wie bei Concordia. Der Digga hasst einfach auch für seine Optik und du kommst über die Optik auch nicht hinweg bei Burgen von Burgund. Du kannst nicht drüber hinwegsehen. Deswegen es ist todeslangweilig, Junge. Komm, weiter, Chris. Meine ich doch, siehst du, Digga. Das ist der gleiche Film wie bei dir jetzt. Ich mute ihn. Er findet das Spiel eben auch. Ich mute ihn kurz 10 Minuten. Ich komm vorbei und ich schmier dir einen, Alter. Ich mute ihn jetzt. Okay, ist gemutet. Ich bereue es gerade, dass ich beim Fahren keinen Kratzer an deine scheiß Felgen gemacht habe. Als nächstes Spiel auch ein relativ neues Spiel, das sehr, sehr krassen Hype hinter sich hat und auch jetzt mit einer neuen Erweiterung rausgekommen ist. Spirit Island, ein kooperativer Brecher, kann man ja so sagen. Und ich finde von dem Material aus, also ich bin ja, Spirit Island ist absolut nicht mein Ding, kooperativ und so weiter bin ich ja zu 99% raus. Aber bei Spirit Island muss ich sagen, was ich cool fand, alleine schon als Gimmick, ist, dass sie das mit diesem Menschen, dass das, glaube ich, aus Plastik war und die anderen Teile, also diese aus Holz, Naturgötter sozusagen aus Holz ist, finde ich schon irgendwie cool. Also da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Ja, ich weiß jetzt, bevor jetzt Chris und Stefan wieder ins Mikro kotzen, gleich, sag ich noch mal kurz was dazu. Ich finde es mega, habe es mir damals auch extra direkt noch auf Englisch geholt. Da war halt auch noch nicht abzusehen, dass es dann irgendwann auf Deutsch auch rauskommt. Und ich finde die Grundidee richtig klasse. Mir gefällt dieses Puzzeln, im Grunde ist es ja ein großes Puzzeln, also wir haben zwei Spirits mit unterschiedlichen Fähigkeiten und müssen halt versuchen, halt diese Eindringlinge von der Insel wieder runterzukriegen und das möglichst auch vorausplanend, mehrere Runden im Voraus, also man muss extrem viel kommunizieren, muss sich mitteilen, welche Fähigkeit man hat, was man einsetzen will und wie die Runden halt dann ablaufen und was man halt im Detail macht und diese Spirits mit den unterschiedlichen Fähigkeiten. Viel zu klein, viel zu kleinteilig und fisselig, Digga. Nein, Mann! Ja, klar, wenn das ist, der Chat schreibt schon richtig, wenn du das in 3 Tagen wieder auf den Tisch bringst, bist du wieder Regeln anlesen, weil du nach 3 Tagen nicht mehr genau wusstest, wie geht jenes okay. Oder das auf oder das oder das. Wie trifft das zu? Ja, hör auf, mir solche Fragen zu stellen, Daniel. Also ganz ehrlich, sorry. Das aber ganz im Ernst, jetzt Hand aufs Herz, Top 20, Digga, never.
weiß nicht, es finden halt viele Leute geil. Viele, du. Viele besitzen es auch und deswegen ist es bei BGG auch so weit hoch und ich finde nicht zu Unrecht. Na klar. Ja gut, da sind wir mit Spirit Island durch. Ich da jetzt gerade alleine mit meiner Meinung stehe. Also ich finde es einfach... Ich kann dich leider nicht unterstützen, weil ich... Boah, ja, nicht mein Internet hängt gerade, Leute. Also Daniel ist scheiße. Chris kann man immer noch nicht hören, jetzt aber er wackelt wieder, die ganze Zeit schön da, vor sich Internet rum. Ich abgefuckt. So, ich kann halt nur sagen, ich habe es halt einmal gespielt und ich habe halt gesagt, ich würde es ungern nochmal spielen wollen. Ich würde mich vielleicht dazu überreden lassen, aber ich fand es echt richtig langweilig. Das hat mir 0% Spaß gemacht. Spiele ich lieber Mensch, ärgere dich nicht. Gut, Daniel, dann kommt das nächste Spiel, für das du auch gleich fett argumentieren kannst. Platz 12, Der Ringkrieg Second Edition. Ja, bin ich jetzt auch... Geht der jetzt ans Telefon, oder was? Ja. Meine Sprache, ja, sorry. Ringkrieg, leider bisher in meinem Leben erst zweimal gezockt. Das braucht halt auch ein bisschen Zeit und Mitspieler und Regelkunde ist auch sehr kleinteilig. Hast du das, das ist tatsächlich auch so ein Spiel, wenn du das eine Zeit nicht gezockt hast, dann weißt du nichts mehr. Du musst dich erstmal komplett wieder einarbeiten und es gibt wirklich viele Detailregeln, viele kleine Regeln. Mir hat es aber in jeder Partie richtig gut gefallen. Ich fand es super stimmungsvoll, die Atmosphäre. Ich habe beide Seiten einmal gespielt, einmal Sauron und einmal halt die Gefährten. Und ich fand es, wie gesagt, richtig gut umgesetzt und würde es auch jederzeit wieder auf den Tisch bringen und auch niemals verkaufen. Und ja, von daher. Daniel, wenn du einer der Gefährten sein müsstest, wer wärst du da? Ja, safe. Er ist auf jeden Fall, wie heißt nochmal der? Samwise Gamgee? Ja, auf jeden Fall, Alter. Der hat das Brot geklaut, Alter. Stefan, du wärst Gollum, Alter. Aber sowas von. Ja, sowas von Gandalf, also ne, der als mächtigster Zauberer aller Zeiten. Hat man ja gesehen bei deinem Rollenspiel, Daniel, wie mächtig du warst. Ich frag ja nur Gandalf sein. Ich frag mich aber, Ringkrieg, was war denn die UVP zu dem Zeitpunkt, wo das Ding rausgekommen ist? 99. Ich kann mir 99 gut vorstellen, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr teures Spiel war und die Leute sich wahrscheinlich gedacht haben, die das Spiel entwickelt haben, das ist das Spiel fürs Leben. Die müssen, wenn die jetzt einmal diese Regeln gelernt haben, spielen das Spiel wahrscheinlich hoch und runter. Deshalb sind solche Brecher, sag ich mal, so, ja, warum soll es denn eine Second Edition geben? Warum haben sie die Regeln nicht doch mal irgendwie gestreamt? Auch oder super sowas? Scheiße gealtert. Ganz im Ernst, es ist kein Stück vernünftig illustriert. Es sieht so räudig aus. Könnt ihr vergessen, das Game. Ja, dann lieber Star Wars Rebellion spielen. Ja, 1000 Pro, Alter. Wenn das jetzt nicht davor noch kommt, rast ich aus. Ja, Platz 11, Leute. Skütze? Five. Ah. Ja. Haben wir schon letztes Mal drüber geredet. Mega geil. Ja, haben wir genug drüber geredet. Ihr habt es ja auch letztes Mal bei eurem Gezockt nochmal drüber geredet. Ist, weiß nicht, also ist ein bisschen sehr hoch. Also ich finde, Top 50 ist schon auf jeden Fall, aber 11 ist heftig, ey. Aber es gehört auch. Bei Scythe habe ich ja das Gefühl gehabt, wo die das Spiel sozusagen vorgestellt haben, dass sie so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau machen wollten. Bei Scythe ist ja so alles, so sehr, sehr viele Mechaniken sind ja da drin, dass du da von allem ein bisschen drin hast. Ich möchte jetzt nicht nochmal komplett aufmachen, das Thema. Ich meine einfach nur, weil Scythe ist, glaube ich, das war auch so ein Verkaufsargument dafür, dass es wirklich sehr, sehr viel Mechanik drin hat. Als das Cover geteasert worden ist, sind alle damals voll aus dem Häuschen gewesen und allein da hat es einen richtigen Hype-Schub mitbekommen, weil Mechs und in diesem Zweiten Weltkriegs-Szenario da irgendwie so, das sah schon irgendwie richtig gut aus. Ja. Kann ja mal bitte unsere Community in die Kommentarsektion was reinhauen, weil da ist ja jetzt vor 2 Wochen die Beta gestartet zu Iron Harvest und das ist quasi ein Real-Time-Strategy-Game für PC in demselben Universum, also in diesem Scythe-Universum. Und da könnt ihr mal zu sagen, ob das geil ist. Ja, danke. Gruß geht raus an meine Fans. Übrigens, zum Thema Fans, ich habe gerade aus unserer Community noch was verkauft hier. Ich habe komplett vergessen, dass er kommt. Und dann klingelt es auf einmal und ich lache fett in der Badewanne. Ich so, erstmal Handtuch drum geschnürt, erstmal hier schön mit Handtuch und Tür aufgemacht und rein. Ich sag dir, erstmal stand ich hier mit einem unserer Fans im Handtuch um die Hüfte. So. Mit einem unserer Fans. Oh, ganz wichtig, der Chris will. Das war eine tolle Geschichte. Der Chris will auch am Samstag noch einkaufen gehen. Es wäre cool, wenn einer aus dem Chat vielleicht gucken könnte, wo es die Kerrygold-Butter gerade im Moment am günstigsten gibt.
Oder wenn man eh da schon mal einkaufen ist, ob man dann für Chris nicht alles mitbringen könnte. Ja, ja, könnt ihr bitte was vorbeibringen. So die quasi die Community Flaschenpost. Ja. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in der Top 10 angelangt. Wow. Ja, die Top 10 beginnt sofort mit einem Spiel, das wir schon am Anfang dieser Folge besprochen haben. Die Top 10 haben wir bestimmt schon, die Top 10 haben wir allgemein komplett, glaube ich, schon besprochen. Great Western Trail, Leute. Ja, Top ja, Game, Best weiter. Game. Super Game, können wir weitermachen. Verdient auf jeden Fall. Ja, mit einer Must-Have-Erweiterung, um das nochmal kurz nochmal, ja, okay, zu unterstreichen. Langsam muss Star Wars Rebellion aber auch mal kommen, finde ich, weil... Ich kriege schon Panikattacken. Ja, ja. Platz 9, Twilight Struggle. Oder wie heißt es auf Deutsch? Gleichgewicht des Schreckens. Oha. Das hat sich ja, hab ich da nie gezockt. Noch nie gezockt. Hab ich schon ein paar Mal gezockt. Ist ein richtig geiles Game. Spielt im Kalten Krieg. Ist ein One-on-One-Game. Ist von GMT. Ist ein super, ja, ist so ein Token hin- und herschiebeding. Ihr versucht halt quasi in den verschiedenen Punkten der Welt euren Einfluss irgendwie zu vergrößern. Müsst aufpassen, dass ihr nicht den nuklearen Krieg auslöst. Ist halt so ein Ding zwischen Russland und Amerika. Ist ein super geiles Ding. Ist aber irgendwann ausgezogen, bringt man halt selten auf den Tisch. Dauert dann auch irgendwie 3-4 Stunden. Würde ich dann lieber Twilight Imperium, Star Wars Rebellion oder so zocken in der Zeit. Aber hab es hauptsächlich abgegeben, weil quasi grob dasselbe Spiel. Ich vergesse, wie heißt der Name nochmal? Das Spiel gibt es nämlich auch nochmal mit einem anderen Thema. Und zwar geht es dann The War on Terror. Wie heißt das? War on Terror. Egal, auf jeden Fall gibt es das halt nochmal mit Amerika gegen Dschihadisten. So grob dasselbe Spiel. Und fand ich dann halt vom Thema ein bisschen geiler halt. Ne? Ich weiß nicht, wie der richtige Titel heißt. Das heißt The War on Terror und dann kommt der Titelname. Auf jeden Fall, ja. Ist dann halt ausgezogen, weil ich beide hatte. Aber sind im Endeffekt beide wieder ausgezogen. Aber ist ein geiles Game. Ist grob verdient in der Region, aber ja, braucht man nicht zwingend. Ja, an der Stelle kann ich auch noch mal sagen, wer Rocky-Fan ist, ich bin ein mega Rocky-Fan und er hat gerade gesagt, die Amerika gegen Russland, Rocky 4 wird noch mal neu geschnitten von Sly selbst, also von Sylvester Stallone und der hat irgendwie da rausgehauen, dass da wahrscheinlich ein neuer Director's Cut kommt von ihm, soll richtig cool sein und ich glaube auch Rambo 1 wird auch noch mal irgendwie neu geschnitten und irgendwie eine neue Version rausgehauen. Ich finde das immer so geil, wenn man so die alten Filme, die man sowieso feiert, dann nochmal in irgendeiner neuen Schnittversion sieht. Alter, die kann man sich einfach immer wieder reinziehen. Hast du Creed 2 gesehen? Ja, klar. Wie geil war die Szene, Alter, wo dann der im Restaurant sitzt und dann sitzt da Drago mit seinem Kind und sagt immer noch voll verbittert, hat das ganze Leben von seinem Sohn versaut, nur weil er gegen Rocky verloren hat. Und sein ganzes Leben von Sohn nur darauf getrimmt, irgendwann Rockys Typ da wegzuhauen. Alter. Du weißt schon, dass der Sohn von Drago in dem Film ein Deutscher ist, ne? Ja, habe ich. Ja, war so ein Amateurboxer. Ja, ja. Genau. Also auch ein Creed 2 richtig übel sympathischer Typ, der die Rolle gespielt hat. Aber Rocky ist also bei mir Top 1. Also da geht auch nichts ran. Deswegen musste ich gerade mal kurz hier weißt ein paar Shoutouts. Ja. Da muss ich gleich mal ein paar. Adrian genannt? Komisch. Adrian! Gibt es da einen Zusammenhang? Wer weiß? Ich weiß es nicht. Wir lösen das in der nächsten Folge auf. Bei mir steht jetzt schon wieder hier BGG Login Error, deswegen sollten wir weitermachen. Oh no. Gib mal Gas. Ich fasse jetzt einfach nichts mehr an und sage jetzt einfach den nächsten Platz. Platz 8, da wären wir bei Star Wars Rebellion, dem nächsten One-on-One-Spiel, was ja, glaube ich, auch inspiriert wurde oder beziehungsweise hat sich inspirieren lassen von Lord of the Rings. Und ja, Leute, wollt ihr jetzt wieder ein paar Lobeshymnen raushauen? Nee, Star Wars in der Box und so Zeug. Stefan, ja, es ist auf jeden Fall 100% Star Wars in der Box. Es ist egal, welche Seite, also für Leute, die es nicht kennen. Einer spielt das Imperium, der andere die Rebellen. Die Rebellen müssen sich verstecken. Als Imperium muss man halt die Rebellenbasis finden und alle ausrotten. Und das hat auf jeden Fall, da ist die Erweiterung auf jeden Fall ein Must-Have. Weil die bringt halt nochmal quasi die Geschehnisse von Rogue One ein bisschen mit rein. Dann hast du halt Rogue One-Charaktere noch mit dabei. Und verbessert das Kampfsystem halt ein bisschen, was quasi der einzige kleine Minuspunkt des Grundspiels war. Und ja, also es ist das Game mit der Erweiterung ist einfach mörderpervers. Aber es hat auch so einen 3-4 Stunden Klopper, ne? Aber macht einfach nur mega Laune. Pervers. Kannst du noch was dazu sagen? Stefan? Nee, alles gut, Digga. Ich habe das auch hier am Start. Feier das. Ich hätte da gerne auch noch
eine richtig geile Playmat wäre richtig, wäre noch ein Traum. Aber das Das Spielbrett stimmt. ist auch richtig groß, einfach nur. Da wäre wieder so eine Sonderanfertigungsgeschichte, müsste man da wieder machen und so. Aber es ist nach wie vor eins der besten Zwei-Personen-Spiele und auch wenn man kein Star Wars-Fan ist und so wie ich immer noch in Episode 1 quasi jetzt festhängt beim Rewatchen, immer wieder, ich beim Podcast-Rennen steige ich ein, direkt penne ich ein. Ich bin ein bisschen so wie bei Carina, weißt du, was ich meine? So ist es bei Ja, ist mir, ja, aber so ist es bei mir bei Filmen, ne, ganz im Ernst. Wenn ich irgendwie mit einer Dame hier einen Film gucke, ich penne bei Filmen ein, Serien kann ich halt eben locker toll, die schauen. Dame Da denkt musst du sich, du halt ziehst dir eben. gleich die Hose aus und Stefan ist am Schnarchen, Alter. Ja, so ist das halt eben, ne? Herr Stefan, du bist ja, ich bin ja auch in das ganze Star Wars-Universum auch erst bei Episode 1 eingestiegen. Und das war, den Film habe ich mir, glaube ich, 3 oder 4 Mal im Kino reingezogen, als, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ich war, glaube ich, 12 oder sowas. Es ist aber auch Also anstrengend, die mega, Special Effects sind so mega gut schlecht, Mann. gewesen zu dem Zeitpunkt, weil es war einfach der erste Star Wars, den ich gesehen habe und ich war voll geflasht. Mal deine Meinung zu Jar Was? Jar Wer ist Jar Jar Binks? Jar Jaja Binks. Oha, da hast du Ach, schon ja, mal nee, zwei pass auf, Filme ach, gleich ja, gesehen. nein, Jar nein, Jar nein, Binks, nein, nein, ich Alter. weiß, wer Jar Jar Binks ist. Jar Jar Binks ist immer dieser Hohle, Mr. der dann seine Flosse beim Podracer hinten in dem Spieße. Motor drin, beim Reparieren drin und so. Ja, Mit finde ich, der Zunge so taub. ja, mit der Zunge drauf, genau. Finde ich super stumpf, finde ich super lächerlich und finde den überhaupt nicht witzig. Das ist so nicht meine Art von Humor, ne? Ich bin eher so der Ich glaube, Stromberg-Humor-Typ. Jar Jar Binks ist niemandens Art von Humor. Nee, Ja. definitiv nicht. Also Jar Jar Binks Also kann ich mir auch Erweiterung, nicht vorstellen. doch, die Jar ganzen Jar Binks Zwölfjährigen Erweiterung zu lachen da. irgendeinem Star Wars Spiel seht ihr jetzt nicht oder so? Nee, Die Alter. Jar Jar Binks Erweiterung. Ist eigentlich Star Wars Rebellion out of print? Nein. Ja, ich glaube ja. Echt jetzt? Ja. Ich habe letztes Mal noch so einen krassen Aktuell Trailer oder dafür was? gesehen. Ja, aktuell. Ich glaube, da war irgendwas. Hast du aber bei jedem Spiel dann mal ab und zu irgendwie ein, zwei An Monate dieser draußen doch. Stelle, apropos out of print, Leute, ich bin heute wieder drüber gestolpert. Ich habe mir ja heute, ich habe ja heute, bei mir ist ja was angekommen. Ich habe mir jetzt auch die berühmten Allrounder-Münzen bestellt, die der Stefan ja seit gefühlt, keine Ahnung, 10 Jahren hier anpreist und so weiter. Die Gibt's meine 25er Refer sind Links? nicht gewascht, ne? Die 25er, Leute, also wie ganz kurz, es sind Metallmünzen, ne, die ihr schon ganz oft in den Digger-Videos wahrscheinlich gesehen habt. Und bitte guckt auch, dass ihr immer Diggers Link benutzt. Ich habe es wieder vergessen. Ich Refer-Link. habe es wieder Nur meine sind vergessen. weg, Alter. Wir mussten. Ich hatte hier die gehobenste Brettspieldekadenz am Tisch sitzen und wir mussten mit Pappmünzen Ja, spielen. Ohne ernsthaft, ey. Scheiß, ich habe mich in Grund und Wieso sind Boden deine weg? geschämt. Ich habe von draußen am Fenster quasi durfte ich nur mitspielen, immer so durchs gekippte Ja. Fenster reinrufen, was ich für Aktionen machen Wieso will. sind deine weg? Vor Ey, lauter vor allen Dingen, da Schande. kam was raus. Digga hat seine Metallmünzen nicht gefunden und greift in seinen Schrank. Oh, ich habe hier noch irgendwie so andere rumliegen. Holt die raus. Ich guck da drauf. Ich so, du Wichser, die sind von einem Game, was du mir verkauft hast. Hat der einfach die Münzen behalten? Ja, wusste ich nicht, was das für Münzen waren. Die hatte ich irgendwie im Aufräumen mal Ehrenmann, gefunden. Alter, Ehrenmann. Ja, auf jeden Fall. Ich hab ja die 25er noch dazu bestellt, weil in dem normalen Paket oder in den Standardmünzen eben gibt es eben nur die 1er, die 5er und die 10er. Die sind auch mega cool gewasht in dem Fall, ne? Aber die 25er, die sind einfach komplett glänzend Passen da nicht rein. in so einem Zurückschicken, ja, Bronzegold, direkt zurückschicken, Bronzegoldmäßig. Digga. Habe ich sofort wieder eingepackt. Also die machen das komplette Bild so kaputt. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Wenn du dir dann schon die Münzen holst, dann willst du dann von jeder Art was da dabei haben. Ich habe mir ja sogar die 70er-Packung zweimal geholt, weil ich genau weiß, am Ende reicht es mir dann wahrscheinlich nicht. Und dann muss ich sowieso nachkaufen. Deswegen habe ich es mir gleich zweimal geholt. Ich habe mir die Aber ja, 70er-Packung geholt und einmal noch 101er. die 50er. Ja, aber Nee, für 50er einer Spartakus, Ich habe Digga. die 70er und dann habe ich nochmal extra separat 101er. Ja, wie, die sind Ja. jetzt alle, die sind jetzt alle verschwunden, Ja, oder was? die ich finde das Ding nicht mehr. Ja. Irgendwo steht dieses Säckchen hier in der Bude, ich weiß es nicht. Da müssen wir mal dringend sammeln, einmal für den Digger, dass der wieder vernünftiges Spielgeld hier hat und wir nicht mehr mit diesen Mal Pappdingen für eine da. Putzfrau, die nicht klaut. Auf jeden Fall muss ich da sagen, hier die 25er Münzen braucht ihr euch auf keinen Fall zu bestellen. Die sind wirklich schlecht. Ja, Braucht und man wie bin ich nie jetzt über. auch. Wie bin ich jetzt überhaupt auf das Thema gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hab den Keine Faden. Ahnung. Das ist auch die Frage, weil wo wir gerade beim Thema Münzen sind, frage ich mich, warum hat Edge of Darkness sich dafür entschieden, Vierer-Münzen mit reinzubringen? So, das ist jetzt scheißegal, weil mir ist gerade eingefallen, was ich sagen Fika, wollte. Alter. Out of print, Leute. Während ich diese Münzen bestellt habe, war natürlich als Vorschlag bei Amazon wieder Spartacus das Grundspiel für 29 Euro. Ja. Ich sag's euch jetzt nochmal. Be
bestellt euch das Spiel, solange es da ist. Wenn ihr es nicht braucht, egal, bestellt doch, es euch. Doch, bestellt es. OVP in den Schrank rein. Ihr werdet euch in den Arsch beißen. Benutzt meinen Referlink und bestellt euch zwei. Dann habt ihr nämlich genug Karten für die ganzen Scans. Dann geht ihr zu Copyshop, druckt euch für einen Fünfer da alles aus. Auch richtig geil, 100 hier Milligramm Papier oder was das ist. Zack, kurz davor gesleeved, bums, bums. Ja, und die Neuauflage, die da kommt, kommt ohne Erweiterung. Könnt ihr zu viert zocken, habt nicht mal die Typen aus der Kampagne, aus der Serie dabei. Also ich finde die Neuauflage vom Artwork finde ich auch nicht schlecht, aber es geht nichts besser als über dieses geile, trashige, wenn man die Serie gesehen hat, mit diesem Foto, mit diesen Fotobildern drauf, diese Ausschnitte. Beste Spiel, beste Leben, Leute, kauft euch jetzt, solange es noch geht, Spartakus. Nein. Jo Leute, dann sind wir bei Platz 7 angelangt. Chris redet den Leuten noch immer ein. Sorry, ich unterbreche heute jeden. Ja. Sorry, mir ist auch schon aufgefallen. Aber der Chris versucht den Leuten immer so 60-Euro-Spiele hier immer anzudrehen und höher. Weißt, unbedingt. Aber glaubt uns, für ein 20 besorgt euch einen Spartakus oder 29 oder was auch immer. Ja. Ja, Menge Spielspaß für wenig Geld, definitiv. Ja, Vor allem, wenn man sich Erweiterungen für 20 Euro gönnen kann, dann kann man sich einen Spartakus für 30 Euro sowas von gönnen. Ja, auf jeden. Kannst du lieber für 8 Euro den neuen Fall von Time Stories ausleihen. Aber riech nicht an den Karten, vertrau mir. Ja, Leute, jetzt komm, weiter geht's. Platz 7, wir sind bei Gaia-Projekt angelangt. Ich habe es vorhin schon angesprochen gehabt mit Terra Mystica. Gaia-Projekt, der Nachfolger, die verbesserte Version sozusagen. Ja, Chris hat auch schon darüber geredet in unserer Top 20. Ja, was soll man noch zu dem Spiel sagen, Chris? Ist ein Must-Have meiner Meinung nach. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ist bei meiner Top 20 auf Platz 1. Es ist meiner Meinung nach mit Terra Mystica zusammen eines der absoluten Must-Haves, wenn man Eurogames mag. Also für Eurogamer ist dieses Spiel eigentlich ein No-Brainer. Also ja. Ist einfach so. Da schließe ich mich an, ja. So kann man es vielleicht beschreiben. Ich brauche nicht fett auf die Mechanik eingehen. Ansonsten könnte ich jetzt kurz die Anleitung holen, Leute. Das ist kein Problem. Einfach vorlesen. Einfach kurz ein bisschen die Anleitung. Ja, Gaia-Projekt auf jeden Fall. Hat eben zwei Neuerungen zum Gegensatz zu Terra Mystica. Es hat einmal das variable Spielbrett, das heißt, man hat so diese Tiles, die man hinlegen kann. Man kann das Spiel super zu dritt zocken auch, was man bei Terra Mystica weniger gut kann, wenn man sich blöd auf der Karte platziert, wird dadurch ein bisschen ausgehebelt. Und es hat diesen verbesserten Tech Tree und dieser Tech Tree ist wirklich super, kann man echt nicht sagen. Mega gut gemacht und Gaia-Projekt auf jeden Fall ein verdienter Platz 7, wenn nicht sogar höher. Aber ich sehe das Spiel sogar noch kommen. Das ist halt schon bei Terra Mystica ein bisschen, also diese, was ist es da eigentlich, die Priesterleiste oder was ist das? Ja, genau, die ist so ein bisschen außen vor irgendwie, also ne, du schickst dann zwar die Leute dahin, du rennst da ein bisschen nach oben, aber da passiert halt irgendwie nicht viel und das ist wirklich so ein Punkt, den die aufgegriffen haben und perfekt einfach erweitert haben. Und dieser Tech-Tree, der ist wirklich... Richtig. Und dadurch, dass du da Plättchen drauf hast, die sich, sag ich mal, die du auch mischt und da drauf legst, ist ja auch wieder eine Varianz drin. Also super Spiel. Ja, dann sind wir bei Platz 6. Twilight Imperium in der vierten Edition. Kommt das dritte noch davor eigentlich? Oder? Nee, ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin gerade am Blue-Scrollen. Ich glaube, die dritte Edition, war die überhaupt in dem Ding drin? Da sind wir ja schon bei dem Punkt, weil das nächste Spiel wird auch wieder ein Spiel sein, was schon in dieser Top 100 drin war. Warum ist BGG so gemacht, dass du die Spiele einzeln aufhörst? Oder wie soll ich sagen? Die Erweiterung. Weil zum Beispiel Barbarians in der Second Edition ist halt nun mal ein anderes Spiel wie das normale Barbarians, weil dann viele Sachen verbessert wurden, wie die Übersichtlichkeit, wie ein paar gewisse Karten, wie die Regeln und du musst die Spiele dann unabhängig voneinander betrachten, weil wenn jemand dann eine schlechte Erfahrung mit dem ersten Teil gemacht hat, kann es sein, dass er die mit dem zweiten gar nicht mehr machen würde. Es ist aber schon krass, wenn du jetzt, das nächste Spiel ist ja auch erst vor kurzem noch genannt worden. Ja, ich weiß, machen wir jetzt erstmal weiter mit Twilight Imperium, Leute. Twilight Imperium ist ja, glaube ich, Epic im Spiel. Also ich glaube, es gibt kein Spiel, das epischer ist, weil alleine schon die Spiellänge 8 Stunden plus, manchmal 6 Stunden plus hat. Ja. Es ist ein Event, das jeder bei sich
eins bis zweimal jährlich, wenn er das Spiel hat, wahrscheinlich veranstaltet. Leute, wir zocken dieses Wochenende Twilight Imperium, nehmt euch nichts vor. Hat wahrscheinlich auch alle Vorzüge, die auch ein Game of Thrones oder beziehungsweise Eiserner Thron in sich hat. Man kann eben, sag ich mal, Intrigen schmieden, man kann sich gegenseitig politisch richtig kaputt machen, man kann gegeneinander fighten. Ist eigentlich alles drin in dem Spiel, was man braucht, wenn man sagt, ich will einen Tag lang Brett spielen. Also ja. Ich dachte, meins ist ausgezogen letzte Woche, ne? Aber nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern weil ich selber nicht auf den Tisch springen würde und die Leute, mit denen ich spielen würde, wie Stefan oder Roy, die haben es auch. Das ist ein Game. Ich bin ja immer dafür, wenn ich ein Spiel feiere, muss ich das selber haben. Aber Twilight Imperium ist eins von den Dingern, das dauert so lange, das würdest du niemals spontan auf den Tisch bringen, wenn du Besuch bekommst. Nein, es das ist heißt, halt es so reicht, wenn es einer in deinem Freundeskreis hat, mit dem du oft zockst. Das stimmt, das ist definitiv so. Was Selchuk gerade eben gesagt hat, das ist ein Event. Das machst du einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr. Wäre schön, wenn man es schafft. Also ich habe es jetzt, glaube ich, auch schon über ein Jahr nicht mehr gezockt. Aber das muss man planen, das muss man zelebrieren. Das ist nichts, was du jetzt, oder vielleicht, man kann es vielleicht auch spontan auf den Tisch bringen, aber bisher war es eigentlich immer so, dass wir das richtig zelebriert haben. Und da, die schöne Geschichte dazu, weil, jetzt nicht mit der Edition, aber die andere, das war ja quasi Stefans erstes Video für den Kanal. Wir hatten damals eine Runde Twilight Imperium geplant und er hat dann irgendwann einen Link rumgeschickt und hat gesagt, so Leute, damit ihr alle schon mal regelfit seid, wenn ihr hier auftaucht und ich nicht noch stundenlang euch die Regeln erklären muss, habe ich mal ein kleines Video gemacht und ja. Ja, cool. Stefan, willst du noch irgendwas dazu sagen? Willst du wieder die dritte Edition auf jeden Fall nochmal anpreisen, damit die Leute sich nicht die vierte kaufen? Nee, ich preise die immer so oft an, heute nicht mehr. Mittlerweile sollte es im Geist der Leute angekommen sein, dass die vierte Edition nichts taugt, wenn man die dritte Edition mit beiden Erweiterungen hat, alles sich schön auf Deutsch gemacht hat. Dann ansonsten, sag ich mal, wünsche euch viel Spaß, in Kastraten zu gucken, in den Kastraten dazu zocken, weil Chris schüttelt jetzt schon wieder irgendwie mit dem Kopf, weil es ist sonst ja, immer all in dabei und zockt die sich hier ja, die vierte Version runter, wo alles geile rausgesnippelt worden ist. Es wurde schön gestreamlined. So ein richtiger Retailer ist das. Ein vollkommen überteuertes Retail-Ding, Alter, ist das. So ein Ding ist das. Ja, okay, du hast recht, alles ja. Gut. Siehst du. Gut, dann lassen wir das einfach wieder so im Raum stehen. Er wollte gerade nichts dazu sagen, aber er hat wieder alles dazu gesagt. Spannend, ne? Ja, Leute, Platz 5. Wir sind in der Top 5 angelangt. Diese geht los mit Through the Ages in der, ja, in der Second Edition. In Second, okay. Also Through the Ages, New Story of Civilization. Wir hatten ja über die erste schon geredet, Daniel hat ja schon darüber geredet. Ist ja auch wieder so ein Spiel, das so hochkomplex ist, wo sich echt nur die härtesten der harten Brettspieler rantrauen und auch von der Zeit, die man da investiert, auch, glaube ich, 4 Stunden plus. Ja, so. Ja, auf jeden Fall, gerade wenn du auch noch mit mehreren Leuten da sitzt. Aber es ist einfach so episch auch. Und diese Mechaniken, es greift alles so gut ineinander. Und man hat wirklich das Gefühl, dass man sich da vom kleinen Volk durch die Epochen durch entwickelt. Und man muss genau überlegen, welche Regierungsform habe ich jetzt und was mache ich hier, was mache ich da. Und das alles einfach nur kartenbasiert. Klar, es ist nicht hübsch. Also die neuere Edition hat da wirklich nochmal einen draufgelegt. Also ich habe ja auch noch die alte Edition hier. Aber es ist so ein geiles Game. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ein verdienter Platz, denke ich. Ja, und die neuere Edition soll ja wirklich noch mal einen Ticken besser sein, ne? Ja, es wurden auch einige Mechaniken verändert und verbessert. Also nicht nur die Optik. Es wurde nicht nur an der Optik gearbeitet. Von daher für mich eigentlich auch so ein Ding wie bei Eclipse, was die andere Edition ablösen kann irgendwann. Über welches Spiel redet ihr? Chris, das ist das Spiel, was du per App spielst. Also Chris spielt ja theoretisch die Second Edition in dem Fall. Du spielst sie als App. Through the Ages. Achso, ja, okay. Ja, ist cool. Aber halt als App. Gut. Stefan? Ja, auch als Brettspiel. Als ich finde es auch super pervers. Habe es mir selber auch zugelegt. Für einen Fünfer, glaube ich. Habe ich es mir auf dem Flohmarkt geholt. Ja, das Spiel ist verscherbelt, das stimmt. Through the Ages, ne? Wir reden von Through the Ages, ne? Ja, genau. Ja. Habe ich hier in der ersten Version auch. Das ist auch die wir gezockt hatten. Ich muss dazu sagen, bei uns war es nicht ganz so super
Heavy, weil der Stefan von der Forst seins mitgebracht hatte und der hatte im Vorfeld schon so Spielübersichten ausgedruckt. Irgendwie, die gibt es auf BGG. Quasi, es waren dann wie so Kartenauslagen, wo man genau sehen konnte. Normal legt man irgendwie alles frei aus mit halbwegs eigener Sortierung und so konnte man sich genau alles gut hinlegen und hatte eine gute Übersicht. Ich fand das mit dem Mechanismus, mit den Würfeln da reinsetzen und so, da gibt es immer so Cubes, fand ich total verwirrend am Anfang. Also ist es auch, ja. Nachdem er alles fertig erklärt hat, hatte ich nichts verstanden. Dann haben wir haben wir irgendwann angefangen und dann kam er ganz gut rein. Aber es ist halt eben auch so, wenn du da früh verkackst, dann hast du früh verkackt und spielst die ganze Zeit mit. Ne? Also da sollte jeder schon entweder keine Ahnung haben oder jeder sollte Ahnung haben, wie das Spiel funktioniert, damit sich das am Ende irgendwie ganz gut anfühlt. Weil Daniel und ich erzähle die Geschichte mehr gerne, waren schon mit Kampfflugzeugen und Panzern unterwegs. Und jetzt wird Lana aber noch die Musketen am Laden, weißt du, was ich meine? Hatte irgendwann mal verpasst, da zu entwickeln. Stimmt. Ne? Das stimmt. Ja. Aber es ist halt so geil gelöst, wie du wirklich auch gucken musst mit deiner Bevölkerung und ne, wie mache ich das mit meinen Ressourcen und dann sind die unzufrieden oder können unzufrieden werden oder dann leiden die Hunger und du musst auf so viele Komponenten halt achten. Wahnsinn. Gutes Spiel. Ja, schade, dass keiner von euch jetzt die Second Edition gespielt hat, so zum Vergleich. Hätte mich jetzt auch interessiert, ob es da wirklich eine Verbesserung gibt. Aber ja. Alles nur hören sagen. Lassen wir es mal so stehen. Dann kommen wir auf Platz 4. Ich glaube, das beliebteste Spiel in der kompletten Brettspielszene. Also da werden wir wahrscheinlich beim Flügelschlag für Expertenspieler. Terraforming Mars ist, glaube ich, das beliebteste Spiel in der kompletten Brettspielszene. Ich kenne keine Liste, wo Terraforming Mars nicht mindestens in der Top 5 ist. Ja. Wenn man es mit Draft spielt, auf jeden Fall. Ja gut, wollen wir Terraforming Mars einfach überspringen? Ja klar. Gut, alles klar. Dann werden wir wieder bei Brass angelangt. Brass Birmingham auf Platz 3. Das hat sich auf jeden Fall die letzten Wochen und Monate noch mal richtig vorgeschoben. Platz 3. Zu Recht. Ja. Brass Birmingham. Stabiles Game. Haben wir vorhin schon mal geredet. Aber ja, ich meine, ich habe erst eine Runde gezockt. Es macht einfach mega Laune. Aber es ist halt auch so ein Ding, wenn du das mit einem spielst, der das schon gut kann, und dann zockst du das mit zwei Noobs oder so, ich bezweifle, dass die Leute, die es noch nicht gespielt haben, eine Chance haben, das Ding zu gewinnen. Es macht aber trotzdem Spaß. Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, macht trotzdem Spaß, aber es ist natürlich schon wichtig, dass man dieses Grundprinzip verstanden hat und auch einmal weiß, okay, worauf kommt es an, wenn man in die zweite Phase kommt und so, wie man sich da am besten darauf vorbereitet und so, aber es ist einfach ein Mörder-Game. Es macht so Laune und war bei mir in meinen persönlichen Top 20 auch sehr, sehr weit oben und von daher kann ich das auch nachvollziehen, dass es auch da bei BGG so weit oben ist, weil es einfach ein mördergeiles Spiel ist. Ja gut, dann wären wir bei Platz 2 angelangt, Leute. Pandemic Legacy Season 1. Tatsächlich Season 1 weiter oben als Season 2. Ich denke mal, da hat einfach der Mega-Hype mitgespielt, dadurch, dass es einfach dieses Neue war, dieses komplett die Leute aus den Socken gerissen. Was kann man mit Legacy noch so alles anstellen? Ja. Ihr habt es ja, glaube ich, auch alle gezockt. Da kann man nichts zu sagen. Das ist auf jeden Fall kein Top-20-Game. Man natürlich innovativ, seiner Zeit voraus und hat wichtige Impulse gesetzt und so, aber sorry, Digga, das zweitbeste Spielerlebnis ever habe ich damit garantiert nicht gehabt. Ja. Ja, oder? Sorry, okay, weiß ich nicht, ob man das so definieren kann. Ich kann halt nur sagen, dass wir die Season 1 damals, wir haben es zu zweit gespielt, wir haben es wirklich durchgesuchtet. Ich fand es richtig genial. Es hat jede Partie, war super spannend, hat richtig Bock gemacht, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also ich Spoiler. Kann da wirklich nur absolut positiv was zu erzählen, die Erfahrungen, die ich damit hatte. Bei der zweiten Season und deswegen auch der Unterschied, auch bei mir persönlich, die liegt hier immer noch im Schrank, bis zur Hälfte gespielt und irgendwann aufgehört, weil da einfach der Drive fehlte, weil man nicht mehr so drin war wie noch bei Season 1
Und ich weiß nicht, ob das wirklich so ein einmaliges Ding war, wo man damals gesagt hat, boah, sowas habe ich in der Form jetzt auch noch nicht gespielt. Und es, weil vom Grundkonzept her ist Season 1 eigentlich gar nicht verkehrt. Also wie die das gemacht haben, das fortzusetzen, ist clever gelöst, muss man sagen. Aber trotzdem ist bei uns auch nicht dieser Flair aufgekommen. Und ja, ob das jetzt so weit oben sein soll oder nicht, es haben natürlich unglaublich viele Leute sich geholt, unglaublich viele Leute gezockt und auch bestimmt ähnliche positive Erfahrungen mitgemacht. Und deswegen landet das dann halt in so einer Liste so weit oben. Völlig klar, das ist jetzt auch nicht mein zweit- oder drittbestes Spielerlebnis ever, aber es ist auf jeden Fall eins, was im Gedächtnis geblieben ist und ja, von daher da auch seinen Platz hat. Also ja, wenn ihr noch ein original eingeschweißtes Pandemic Legacy habt, dann tut euch das weg. Es könnte mal viel wert sein oder es ist mittlerweile schon in eurem Wert gestiegen. Ihr wisst es nur noch nicht, weil meins habe ich im November, glaube ich, habe ich es dann auf die Feuerstelle draußen geschmissen. Ich hatte draußen Feuer laufen und hatte gerade meine Regale aufgeräumt und mir gedacht, komm, jetzt bist du mit dem Ding im November. November zockst du nicht nochmal und Dezember jetzt nochmal zocken, um den Dezember anzugucken. Was willst du mit dem angebrochenen Spiel machen? Wupp, draußen Feuerstelle. Ciao, Kakao. War der Leak jetzt eigentlich offiziell mit Pandemic Season Zero oder war das nur eine Fanart oder so? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Ich habe nur dieses Bild gesehen, mehr nicht. Ja, das sah ein bisschen so aus nach irgendwas, weiß ich, 40er, 50er Jahre oder irgendwie so zeitreisemäßig, ja, irgendwie Indiana Jones. Angeblich spielt das dann irgendwie vor Season 1, keine Ahnung. Also, ja, sah aber geil aus. Sah cool aus, ja. Ich meine, klar, ich würd jetzt Season 1 auch nicht in meiner persönlichen Top 20 so weit oben dann ranken. Aber wie gesagt, mir hat es richtig. Da sind wir wieder bei der Cash Cow, ne? Da wird die Cash Cow nochmal richtig gemolken mit ja. Pandemic. Aber ich glaube auch, Pandemic ist auch allgemein ein Titel, das mehr so in Nordamerika sehr, sehr gut angesiedelt ist. Also ich glaube nicht, dass in Europa Pandemie an sich so beliebt ist wie jetzt bei den Amerikanern. Ist ja auch ähnlich bei Zug um Zug zum Beispiel. Die rasten ja da drüben auch aus für Zug um Zug und hier in Deutschland ist es eher so ein ja, ganz nettes Spiel. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir dann auch damals im Hype der Season 1 oder danach irgendwann mal dieses normale Pandemie in so einem Bundle geholt mit noch irgendwie 2-3 Erweiterungen dabei, ist seitdem einmal auf den Tisch gekommen und ich überlege halt auch, ob ich es verkaufen soll, weil, wie gesagt, es mag ja sein, dass das jetzt an sich kein schlechtes Spiel ist, aber das hat dann auch unglaublich schnell den Reiz wieder verloren und ich habe irgendwie auch keinen Antrieb jetzt, dass ich sage, komm, lass uns nochmal Pandemie hier auf den Tisch bringen. Ja gut, Leute, dann wären wir jetzt bei der Platz Nummer Uno, bei dem Spiel, über das ihr jetzt theoretisch gar nicht sprechen müsst oder wir können den Podcast ab jetzt, Chris und ich können den jetzt verlassen und ihr könnt euch nochmal über alte Zeiten unterhalten. Platz 1, Gloomhaven. Wahrscheinlich bei vielen Leuten auch von der Meinung her ähnlich wie bei Pandemic Legacy, weil die wahrscheinlich auch gesagt haben, Gloomhaven ist ein absoluter Grind, ist einfach durchgehend grinden hoch 10. Soll ich dieses Geklopfe eigentlich nachher einzeln rausschneiden oder? Nö, ja, ich hab hier Fliegenproblem, Digga. Ja, Leute, wollen wir noch über Gloomhaven fett nochmal einen ablassen? Also die Leute, die es gezockt haben in dem Fall. Ihr zwei? Also ihr habt beide gar nicht gezockt, weder du noch Chris auch nicht. Nee. Nee, willst du auch nicht? Nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Okay. Jetzt eigentlich stellt sich jetzt die Frage, es steht auf Platz 1, ist es das beste Spiel der Welt? Das ist zumindest wahrscheinlich der beste Dungeon Crawler der Welt, abgesehen von Kingdom Death Monster für dich. Ja, wenn dann Kingdom Death Monster ist ja kein Dungeon Crawler und dementsprechend hast du auf jeden Fall recht. Ich finde, es ist der beste Dungeon Crawler. Ich finde den Mechanismus mit diesen zwei geteilten Karten, ich habe es ja in einer anderen Folge schon mal gesagt, legendär, du hast ja dein Legacy-Zeug. Es ist ein klein bisschen viel gegrindet, kann ich verstehen, aber macht trotzdem Bock, man muss sich dafür natürlich eine Zeit nehmen, hat 50 Milliarden Nachteile, dass du halt eben gemeinsam eine Gruppe halt irgendwie auch haben musst, die sich regelmäßig wieder trifft, die natürlich auch gleich begeistert dabei ist und dann über mehrere hundert Stunden und dann auch nicht aussteigt und so weiter. Ist natürlich auch teilweise ein bisschen textintensiv. Man muss halt eben auch Bock auf dieses Genre irgendwie haben. Man muss Bock auf Erkundungen haben und so weiter und so fort. Für Chris wäre das nix, ne? Aber für uns ist das quasi so eine kleine Offenbarung einfach gewesen. Und
Super, super, super Ding. Also wenn wir, wie du hast ja eben so schön gesagt, Brettspielerlebnisse und da gehört das auch definitiv auf Platz 1, weil ich habe bisher mit keinem Brettspiel, ich habe überhaupt noch kein Brettspiel so viele Stunden gezockt wie Gloomhaven, glaube ich, also wüsste ich jetzt nicht, und so richtig coole Erlebnisse damit gehabt und von daher für also, mich... Fun Fact, die Jungs haben das Spiel insgesamt 2 Tage und insgesamt haben sie jeweils 2 Stunden gezockt, weil sie waren so stoned, für sie ist die Zeit so langsam verlaufen über das ganze Spiel. Ja, Leute, da sind wir durch mit der BGG Top 100. Es war, wie sagt ihr immer so schön, ein wilder Ritt. Ja, aber, Höllenritt. Ein Höllenritt, ja. Ich würde aber jetzt noch mal so eine Frage in den Raum werfen. Sie ist mir vorhin eingefallen. Und jetzt so, weil der Chris hat ja vorhin, als wir über die Gezockt-Geschichte geredet haben und so weiter, und hat er gesagt, ja, das Spiel und das Spiel und das Spiel würde ich jetzt doch nicht behalten. Glaubt ihr, Brettspieler heutzutage sind sowas von übersättigt und dadurch extremst unglücklich, nee, weil wir, Alter. Weil, jetzt überleg doch mal, wir nennen uns jetzt, sage ich mal, picky, okay, wir sind ja so, wir sagen ja picky. So, ja, wir sind picky, also wir sind ja, kritisch, wir sind ja kritisch und wir tun ja alles doch mal dreimal überdenken und, oh, ist das Spiel so gut wie das andere hin und her, weil wir ja sehr viele Vergleichsmöglichkeiten haben, aber wenn du dir jetzt mal, Stefan, wie heißt der Kollege nochmal, bei dem du auch beim Regalbesuch warst, der schon seit wie vielen Jahren Brettspiele spielt? Der Martin oder was? Jutta und Martin? Genau. Martin, ich glaube, Martin ist ein glücklicherer Brettspieler als wir. Der spielt jeden Tag mit der Jutta zusammen welche von seinen Games. Hat die meisten von seinen 1000 Spielen oder über 1000 haben sie ja, glaube ich, mittlerweile auch gespielt, kannst du jedem was erzählen, ist halt eben auch richtig, also anders als wir, ja, die hier ihre Inselbegabung für ihre paar Lieblingsbrettspiele haben, haben die wirklich ganz guten Überblick und wirklich alles mal getestet und können zu vielen Sachen was sagen, auch zu Sachen halt eben, die früher sind und haben nochmal so ein, noch eher so den Knizia-Feld-Blick, den du ja versuchst, dir immer selbst zu erschließen durch deine verschiedenen Projekte, die du da irgendwie machst, ja, den haben die quasi schon an Bord, sag ich mal, ne, ist quasi schon mit dabei, bei den Basisausstattungen sozusagen. Ja, aber seht ihr das nicht so, dass ihr schon so einen krassen Übersättigungsmodus seid? Ja, das sehe ich bei mir manchmal daran, dass ich nichts kaufe oder dass ich nur ganz wenig kaufe aktuell, weil mich nichts großartig wegreißen lässt. Ich habe heute noch mit jemandem geschrieben, mit der Tanja, und die hat auf Instagram ein paar Bilder gepostet und die ist, glaube ich, seit Mai im Modus drin und hat schon 2 Kallax-Regale voll und shoppt sich hier ein Ding nach dem anderen so. Ich sag, das ist ja, wie ich auch mal zu sagen pflege, die schönste Zeit früher gewesen, wo du alles neu entdeckst und bist nur am Kaufen. Jetzt haben wir eigentlich unser Regal hier. Ich bin mit meinem Regal eigentlich verhältnismäßig zufrieden, zumindest mit der Hälfte davon. Die andere Hälfte wird dann irgendwann nochmal ausgetauscht gegen Spiele, mit denen ich dann auch komplett zufrieden bin, die wahrscheinlich aber noch gar nicht gibt oder die ich noch nicht kennenlernen durfte. Ja, aber ich kenne das auch. Ich bin auch manchmal unzufrieden, wenn ich zu viele ungespielte Spiele habe oder überhaupt... Jeder hat irgendwie mal so eine schlechte Zeit, wo er dann auch gar keinen Bock irgendwie auf Boardgames hat. Da muss ich ein paar Tage mal Computer zocken. Ich habe jetzt diese Woche so unmenschlich viel wieder gespielt, dass jetzt auch okay ist, wenn ich ein paar Tage nicht spielen wollen würde, müsste. Ist aber tatsächlich de facto nicht möglich. Ich fahre morgen nach Erlangen, den Torst besuchen. Ich habe am Freitag im ältesten Spielearchiv Deutschlands in Nürnberg mit der Kuratorin, der Christine, da ein Videodreh und guck mir mal da so ein paar Sachen an. Ich glaube, das wird halt eben auch alles wieder ganz spannend. Aber ich glaube, man muss sich einfach, wenn man so ein bisschen das Hobby über hat, vielleicht auch in neue Teilbereiche des Hobbys aufmachen, Inlay bauen, mal ein paar Sleeves kaufen, mal ein paar Deluxe-Komponenten kaufen, ein Game weniger kaufen und dafür sich ein Inlay bauen vielleicht oder irgendwie was. Habe ich, glaube ich, schon mal da gesagt, ne? Ja. Ja, ja. Ja. Genau. Ja, auch einfach mal versuchen, die Sachen, die man hier dann noch so hat, auch mal auf den Tisch zu bringen, anstatt sich direkt wieder was Neues zu shoppen. Das ist manchmal schwer genug, aber also ich habe es vor allen Dingen auch, haben wir ja auch schon häufiger darüber gesprochen, dass ich es einfach unglaublich schade finde, dass es wirklich so viele geile Spiele gibt, die man irgendwie mal angezockt hat und wo man noch denkt, so, boah, geil, da wird es jetzt mal weiterzocken und es kommt dann einfach nicht mehr auf den Tisch und versackt dann irgendwie und wird dann irgendwann weiter vertauscht, verkauft oder was weiß ich auch immer. Und
Das finde ich dann manchmal einfach frustrierend, dass du wirklich tolle Spielerlebnisse hattest, aber dann gar nicht dazu kommst, das fortzuführen. Betrifft natürlich hauptsächlich Kampagnenspiele, aber eben nicht nur. Klar, durch ein neues Game, was dann auf den Tisch kommt, hat man auch wieder gute Erfahrungen. Aber es gab schon so viele Spiele in der Vergangenheit, wo ich persönlich es einfach unglaublich schade fand, dass man die so selten gespielt hat. Das ist das, was mich immer wieder mal frustriert. Ich kann, also ich glaube, meine beste Bezeichnung für mich selber ist da, glaube ich, dass ich sehr ambivalent bin, was das Thema betrifft. Ich habe Tage, an denen bin ich sehr übersättigt, und es gibt andere Tage, da kaufe ich wie ein Psycho. Aber ich sage auch, glaube ich, ich wäre, glaube ich, etwas ruhiger in dem Thema, wenn ich nicht in diesem Podcast wäre, weil ich habe halt schon immer Bock, über den neuesten Scheiß und über die coolsten Sachen zu reden. Und deswegen will ich auch so unmenschlich viel auszuprobieren. Und ich versuche halt von diesen ganzen Massen an Spielen, die hier reinkommen, auch jede Woche ein bis zwei neue Spiele zu spielen, damit ich halt im Podcast immer über ein cooles neues Game reden kann. Weil es ist halt einfach, es würde mich nicht befriedigen und es würde unsere Hörer auch nicht befriedigen, wenn ich quasi jede Runde erzählen würde, ja, ich habe jetzt wieder eine Runde Gaia-Projekt gezockt, oh, jetzt habe ich auch mit dem mal eine Runde Gaia-Projekt, jetzt habe ich das Volk mal ausprobiert und bla. Ich glaube, die Leute, die geben auch halt immer viel darauf, was wir so kaufen, was wir gerade so feiern. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer relativ spannend, uns anzuhören, wenn wir neue Sachen ausprobiert haben. Ja, aber es kann doch auch genauso spannend sein, über Sachen zu reden, die man schon mal gezockt hat. Ja, Also kannst du ja machen. auch das, ja, ich meine ja nur damit, es muss ja nicht immer zwangsläufig Nein, natürlich das nicht. Neue sein, das meine ich ja nur damit. Weißt du, was ich finde es ja auch geil, immer wieder warte was kurz, Neues Selçuk. auszuprobieren. Entschuldigung, Selçuk. Ja, warte kurz, Selçuk. Ja, aber da hast du auch recht, Daniel. Aber das ist ja trifft auch oft genug ein, dass wenn man sich dann mal trifft mit ein paar Leuten, dass man dann alles nur Spiele spielt, die man schon mal gespielt hat, und dann darüber wieder bereden kann. Aber ich mag es einfach, so immer einen Batzen Spiele hier zu haben, wo ich boah, denke, okay, das entdecke ich heute. Da lerne ich jetzt heute mal die Regeln und probiere das aus. Ja, klar. Und ne, aber natürlich, ich gebe dir recht, wir haben die geilsten Spiele hier, die es nicht auf den Tisch schaffen, weil wir lieber schlechtere Spiele zum ersten Mal neu entdecken. Das ist halt das Problem. Aber ne, Ja, da weiß ich auch ganz genau, welche Spiele ich halt niemals ausziehen würden. Und wenn ich dann so ein Blood Rage schon seit 2 Jahren nicht mehr gespielt habe. Ich weiß aber ganz genau, wie geil es ist, und ich denke zumindest immer romantisch daran, dass ich nächste Woche mal wieder spiele. Es wird aber nicht passieren. okay, Selçuk. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Ja, Ja, schreib's dir doch auf! kein Ding, kein Ding. Ja, ich sag mal so, Chris, also zu deiner Aussage mit, du willst den Leuten natürlich erzählen, was es so Neues gibt, was du so Neues gezockt hast, was du ausprobiert hast, drüber zu talken, ist ja mega cool und so weiter. Aber du merkst ja selber auch, dass du die Spiele, sag ich mal, immer durch den ersten Zock bewertest, nachdem du sie bewertet hast. Irgendwann mal kommst du wieder auf den Tisch, du hast irgendwelche romantischen Gedanken dran, wie jetzt gerade im Moment vielleicht bei Blood Rage oder sowas, und dann zockst du sie wieder und plötzlich sagst du, die Dinger ziehen wieder aus. Somit baust du dir ja auch letztendlich nichts Positives auf. Du Ja. Haust die Spiele einfach wieder raus, weil du sagst so, ja, keine Ahnung, was an dem Tag war, wahrscheinlich die perfekte Gruppe, aber ansonsten ist das Spiel eigentlich scheiße so. Was er dahin vorhin gesagt hat, mit die Spiele, die du mal gespielt hast, nochmal zu spielen. So Langzeittests oder was heißt Tests, aber Langzeiterfahrungen über Spiele zu geben, wenn einer zu dir sagt, so, das war jetzt meine 15. Partie, keine Ahnung, Terra Mystica, und du dann darüber reden kannst, dass du dieses Spiel schon 15 Partien zockst und du bist immer noch begeistert von diesem Spiel, ist für manche Leute viel, viel mehr Motivation, es zu kaufen, als wenn du jetzt kommst und sagst, boah, ich habe Gaia-Projekt einmal gezockt, beziehungsweise zweimal gezockt und wir fanden es mega geil. Ja. Von Langzeittest bin ich ja teilweise super weit entfernt. Lichtjahre. Ja, das meine ich ja, Daniel. Das ist es ja. Das ist es ja. Du kannst doch nicht mal über Langzeittest reden, aber Selçuk, ich habe einen trotzdem kannst du Fakt. ja. Ich habe einen Fakt. Die meisten Leute sind so wie wir, oder zumindest wie ich. Die belügen sich nämlich gerne selber. Weil wenn ich ein Spiel haben will oder mich dafür interessiere, dann gehe ich auf Boardgame, gucke mir Bewertungen an und ich lese nur die positiven. Ich überspringe aber die negativen Bewertungen. Und die Leute wollen den gleichen Scheiß. Die Leute wollen die von uns einmal weggehypt werden und kaufen sich das Ding, Alter. Wir hatten ja auch vorhin kurz das Thema mit ich versuche immer anders zu ticken, ich möchte nicht mit dem Mainstream schwimmen und so weiter. Ich werde mir auch Perseverance nicht besorgen. Also es ist einfach bei mir so eine Sache, ich vergleiche es jetzt mal wie mit neuartigen Videospielen. Die Leute, die sich heutzutage eine Konsole kaufen, die haben wahrscheinlich 10 Spiele auf, so Chris, du kann mal gleich über dich reden. Wie viele Spiele auf deinen Konsolen hast du angefangen? Und einfach angefangen. Also du hast sie noch nicht mal zu Ende 100? gespielt. Genau, du hast 100 Spiele, die du nicht fertig gespielt hast. Ich Früher war es einfach hab sie aber. genau, früher war es einfach so,
du hattest, was weiß ich, ein Super Mario World 1 oder Super Mario World 2. Du hast dieses Spiel innerhalb von 2 Tagen oder von einem Tag durchgezockt und warst mega glücklich. Und du hast dieses, oder wenn du zum Beispiel heutzutage, wenn du jetzt sagst, ich zock jetzt mal eine Runde wieder mal Counter-Strike oder sowas, du zockst mal 3-4 Runden, hast mega Spaß, machst den Computer wieder aus und bist einfach zu befriedigt so. Aber nimmst du dir jetzt ein, was weiß ich, ein Open-World-Spiel in die Hand und zockst es mal ein paar Runden, kann es sein, dass es danach liegen bleibt und du bist nicht so zufrieden mit deinem Spielerlebnis. Und das Gleiche ist auch jetzt bei Brettspielen so. Wenn du jetzt Brettspiele hast, wie zum Beispiel nehmen wir mal einen Bogen von Burgund, dann ist das ein Ding, das packst du aus, zockst es mit deinen Leuten, hat es mega Spaß, packst es wieder ein, fertig. Aber ein Gloomhaven, Alter, packst du aus und es packst du danach wahrscheinlich entweder nie wieder aus oder packst es nie wieder ein. Also es ist so ein Zwischen... Und die ganzen Kickstarter, die du dir backst, das ist auch ähnlich. Du kaufst dir eben massig Material, das du niemals bewältigen kannst, und das, glaube ich, haben diese alten Spiele, diese kleinen Klassiker und diese kleinen Perlen, die man immer wieder sucht, haben dieses kurzzeitige Glücksgefühl mit dabei, dass du sagst, du zockst das Spiel innerhalb von 2, höchstens 3 Stunden und dann hast du dieses, wow, es war geil. Seldschuk, deine Wörter sind wie spitze Nadeln, die gerade kurz davor sind, meine Konsumblase zu zerplatzen lassen. Und ich möchte diesen Thron auf Lügen, den ich mir aufgebaut habe, nicht kaputt machen lassen. Also Mann, bitte. Ich will doch hier keine Dinge halten. Irgendwie. Nein, du hast recht. Alter, Predigten hast oder recht. Sowas. Mann, ja, ich versuch's mir nur bildlich vorzustellen. Und man sagt ja immer, ich bin auch so ein Typ, ich sag immer, früher war alles besser so. Ne? Und wenn ich mir einfach Videospiele heutzutage anschaue und Videospiele von früher anschaue, denke ich mir einfach immer jedes Mal, Mann, wie geil ist das, so ein kurzzeitiges, geiles Erlebnis zu haben, das Spiel durchzuspielen und zu sagen, bam, Alter, es hat so Spaß gemacht. Oder einfach kurzweilige Spiele zu spielen, die vielleicht einfach nur Multiplayer sind, wo du einfach kurzzeitig Spaß hast und wieder ausschalten kannst. Und das ist auch bei Brettspielen so cool, wenn du einfach aus deinem Regal was ziehen kannst, das kurz auf den Tisch packst und nicht sagen musst, Leute, wartet mal kurz, was wollt ihr spielen? Ihr wollt Cerebria spielen? Ja, wartet mal, da muss ich mich erstmal drauf vorbereiten. So, das ist ja aber heutzutage bei fast 99% der Spielen so geworden, weil du immer auch Regelhefte hast, die immens groß sind und wo du nicht mal kurz dich drauf vorbereiten kannst. Ja, Seldschuk, du hast recht. Ich würde sagen, it's a wrap, Seldschuk. Du hast mit einem so schönen Satz und mit so einer schönen Ansage jetzt noch einen rausgehauen. Ja, du kann man nichts gegen sagen. Du hast halt recht. Ne? Mich fuckt's halt auch ab, Alter. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch schlechter drin. Selbst wenn ich Spiele schon super oft gespielt habe, ich muss immer nachschlagen. Ich habe es irgendwie schwer, mir bei der ganzen Flut an unterschiedlichen Spielen, unterschiedlichen Regeln, unterschiedlichen Aufbauten und Handlimitmengen und Ressourcen und was weiß ich, das kannst du halt alles, ich vermix halt in meinem Kopf. Krieg ich nicht geordnet. Ich muss quasi jedes Spiel gefühlt neu lernen, was ich spiele, egal ob ich schon 6-mal gespielt habe. Ja, manchmal ist das so, aber gerade auch bei Konsolengames oder so, ich kann das bestens nachvollziehen. Ich habe auch so viele bei mir da noch auf der Platte, die ich nicht durchgezockt habe. Und das liegt natürlich teilweise auch am Umfang. Ich meine, wenn du dir mal wirklich den Umfang von so einem Witcher anguckst, wenn du die Add-ons noch dazu nimmst, das ist ja Wahnsinn. Und natürlich habe ich mir auch die Add-ons geholt, aber ich bin da nicht mal im Ansatz durch mit diesem Spiel. Und erste Add-on habe ich durch, Digga. Lava, echt? Okay, krass. Und das ist schon auch frustrierend, weil das Spiel einfach so ultra geil ist, aber dann, ja. Daniel, weißt du, was ich für eine Erfahrung gemacht habe? Ganz kurz. Weißt du, was ich für eine Erfahrung gemacht habe? Immer wenn ich mich von Spielen hypen lassen habe, für die ich mich nicht bewusst selber entschieden habe, mich dafür zu interessieren oder irgendwie mal danach zu suchen oder sowas, weil ich gesagt habe, boah, ey, das Spiel sieht interessant aus. Immer wenn ich mich von Spielen hype lassen habe, weil einfach die Community oder wer auch immer darüber redet, dann habe ich zu 50% schlechte Erfahrungen gemacht. Weil ich habe immer wieder Spiele gehabt, wo ich gedacht habe, so, ja, fuck, hätte ich mich selber mit dem Spiel beschäftigt und hätte ich selber diese ganze Sache ins Kurbeln gebracht oder ins Rollen gebracht, dann wäre ich wahrscheinlich mit dem Spiel auch, wäre ich früher darauf gekommen, dass ich das Spiel eigentlich gar nicht brauche. So, und ich finde, man sollte sich nicht immer, so wie es bei uns in der Digga-Gruppe so ist, die Leute, der neue Kickstarter ist da und alle rushen drauf und ich denke mir, so hat sich überhaupt mal jemand drüber nachgedacht, so was
da jetzt an diesem Spiel überhaupt ist, also was da überhaupt da abgeht in dem Spiel oder so, oder ist es jetzt einfach nur erstmal becken und dann weiterschauen? Ja. So, ja, natürlich ist das so, und ich muss sagen, ich habe das wirklich extremst reduziert. Am Anfang war das wirklich katastrophal teilweise, aber mittlerweile, und dann kommen aber jetzt so Dinger wie halt von Mindclash Games, wo ich wirklich mir die Sachen angucke, mich damit beschäftige und dann aber trotzdem genau weiß, das ist ein Ding, das will ich haben, das will ich bei mir im Regal stehen haben. Und da ist jetzt mal die Diskussion, ob man das jetzt braucht oder nicht, oder ob man nicht noch genug andere Spiele hat, erstmal vollkommen Latte. Das ist für mich einfach ein Ding, wo ich weiß, das will ich halt unbedingt gerne in meiner Sammlung haben und ich will es gerne ausprobieren. Ja gut, ich denke, das Thema werden wir noch 100 Male besprechen. Garantiert, deswegen können wir. Wollt ihr noch irgendwie noch was einstreuen? Ja, ich weiß nicht. Können wir den Spoiler schon machen, Stefan, oder noch nicht? Ja, ich weiß es nicht genau. Ich könnte ihn halt für nächste oder für übernächste Woche ankündigen. Mach einfach. Soll ich es einfach machen? Also wir haben uns zusammengesetzt am Donnerstag, da war der Chris nicht dabei, und haben uns überlegt, ihr wisst ja auch, auf dem Boardgame-Digger-Kanal versuche ich ja immer ein paar neue Sachen zu erfinden. Jetzt machen wir ja immer unser reguläres Programm. Jetzt haben wir mal ein paar Gäste gehabt. Und jetzt ist halt eben Zeit, dass wir mal wieder was anderes ausprobieren. Und werden es so machen, dass wir uns jemanden in die Sendung einladen. Allerdings wissen wir dann gar nicht, was passiert, weil unser Gast hat im Vorfeld die Möglichkeit, die komplette Sendung nach seinem Gutdünken und mit seinen Themen durchzuplanen und dann hier durchzuziehen, und wir sind quasi Gast in unserer eigenen Sendung, und das wollen wir ungefähr einmal im Monat machen. Wir haben schon einige coole Leute uns dafür akquiriert, die da auch richtig Bock drauf haben, und den Opener, ich weiß nicht, ob wir es nächste Woche schon hinkriegen, aber ansonsten in 2 Wochen, der erste Moderator oder die erste Moderatorin wird Sveti sein, die sich bereit erklärt hat, für uns unseren Männer-Podcast einmal hier komplett in die Hand zu nehmen und das sich ein Programm auszudenken. Garantiert, ja. Wahrscheinlich werden Sätze wieder auch, wie bei Alles Schwarzer damals, wo King Orgasmus One zu Gast war oder Frauenarzt zu Gast war und sie quasi einzelne Rap-Zeilen vorgelesen hat, und er einfach da so saß und sich dachte, oh, wo bin ich hier gelandet, Alter. Sveti hat ja auf jeden Fall den fetten Vorteil, dass sie uns alle persönlich auch sehr gut kennt, und die weiß ganz genau, auf welche Knöpfe sie drücken muss, um uns absolut, das wird auf jeden Fall, der erste Gast wird auf jeden Fall direkt richtig hart für uns. Ja, ich glaube auch. Also sie schrieb mir gestern, ich habe eine mega gute Idee, und tralala, und war direkt on fire und schrieb so, ich habe sie gefragt, willst du das gerne machen? Sie schrieb direkt, klar. Halbe Sekunde später, klar. Sehr gut, war die ganze Sache. Okay, also nächste Woche ist Svetlana am Start. Ja, genau. Ja, und oder übernächste. Ne? Nächste oder übernächste, wir lassen das mal noch ein bisschen Leute, offen. Und im Allgemeinen kann ich kurz noch was sagen. Also ich habe es jetzt auch unter der letzten Folge noch mal gelesen gehabt, so ein bisschen dieses, die Folge geht ja nur so und so viele Stunden. Also ihr solltet euch ab jetzt einfach darauf einlassen, wie lange die Folge geht. Wir wissen es nicht, es kann Folgen geben, die gehen viel, viel kürzer. Es gibt Folgen, die gehen viel, viel länger, je nachdem, wie es eben ausschaut, wie weit die Folge auch Sinn macht. Einfach nur dumm rumlabern und 13 Minuten lang das Ende rauszögern, macht einfach keinen Sinn. Deswegen gucken wir jetzt einfach, wie der Chris auch immer so schön sagt, it's a Rap. Also sobald es ein Rap ist, wird die Folge auch beendet, sodass es einfach passt. Und wir machen jetzt nicht mehr irgendwie mit künstlich 3 Stunden und wir wollen einen neuen Rekord packen mit 3,5 Stunden. Es kommt halt auch immer drauf an. Man muss ja auch irgendwie sagen, bei den Folgen, die dann halt wirklich auch die 3-Stunden-Grenze geknackt haben, irgendwie hat man es ja auch gar nicht gemerkt. Es hat sich halt einfach so ergeben. Ne? Ja, wir machen einfach so, wir haben jetzt ein neues Codewort, wenn irgendeiner von uns sagt, ich muss AA, dann hören wir auf. Der eigentliche Grund ist aber eigentlich, weil jedes Mal, wenn wir die 3 Stunden überziehen, wir haben nämlich so ein bestimmtes Minutenkontingent, was wir überall da hochladen können, kommt immer Daniel, wir haben wieder zu lange gemacht, ich bekomme von jedem noch 2,50 € per PayPal. Ja. Wir haben ja jetzt schon nochmal dick und fett wieder aufgestockt, ne? Aber wenn ich dann Ende des Jahres die Abrechnung mache, dann werde ich garantiert wieder von euch ein bisschen Geld einsammeln. Kannst du die Scheiße nicht eigentlich langsam schon von den Klickzahlen bezahlen hier, die wir kriegen?
Spotify, von der Spotify-Kohle, Bro. Ja, klar. Wir sind doch Spotify-Millionäre, oder nicht? Ja. Ja, gut. Ich merke jetzt gerade schon wieder, der Rap läuft wieder komplett aus. Ja, okay, der Rap, lass mal weiter. Leute, wir sind jetzt raus. Ja. Jo, Leute, vielen Dank fürs Einschalten und würde sagen, bis nächste Woche. War uns eine Ehre. Bis dann. Ja, haltet wieder ein. Ciao. Ciao, ciao.